Hallo, ihr lieben Comic-Freunde. Ich bin Annette Köhn und habe ja da den kleinen Ja-Ja-Verlag. Und jetzt geht es aber hier erstmal um die Comic-Cookies. Viel Spaß damit. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen allesamt zu den Comic-Cookies. Das ist Folge 126. Ich bin ein Andi und wir sind heute wieder in Vollbesetzung. Das heißt, also auch in tatsächlicher Aufnahmevollbesetzung. Beim letzten Mal war ich ja nur als Einspieler dabei. Das heißt, der andere Andi ist auch dabei. Servus, Andi. Guten Tag. Der Breedsome ist dabei. Hi, Breedsome. Wimps and Posers leave the hall. Oh, Manowar. Yeah, yeah. Und der Patrick ist natürlich auch da. Servus, Patrick. Ahoi. Wow. Arr. Dabei ist gar nicht Talk Like a Pirate Day, glaube ich. Der ist von anders im Jahr. Ja, ihr seht schon, wir sind gut drauf, obwohl es Sonntag sehr früh ist, also vergleichsweise früh zumindest für wann wir sonst so aufnehmen, aber vielleicht kommt dadurch auch ein anderer Esprit in die Aufnahme. Schauen wir mal, was heute so passiert. Wir stellen wieder verschiedene Comics vor, die wir jeweils so gelesen haben, wie wir das bei den Comic-Cookies immer so machen, und dann haben wir natürlich noch ein gemeinsames Thema, aber vorab lassen wir mal den Andi noch kurz ein bisschen was so Generelles sagen, was wir mal hier ansprechen wollten. Wollen uns einfach mal bedanken. Vielen lieben Dank an alle Hörenden, die regelmäßig bei uns Dinge kommentieren. Und da möchte ich jetzt mal unter anderem die aktuellen Kommentare auf YouTube mal rausgreifen, denn wie ihr wisst, ihr könnt die Comic-Cookies nämlich auch auf YouTube genießen. Wenn euch das mit Spotify und anderen Podcatchern zu kompliziert ist, dann könnt ihr es auf YouTube machen, da rumklicken, da gibt es einen Comic-Cookies-Kanal, kann man finden, sehr easy, und auch da alle Episoden hören. Vielen lieben Dank in dem Fall jetzt mal an den Roland Engert, der hat zuletzt 2 Episoden kommentiert, nur kurz und knapp, aber dafür sind wir immer sehr dankbar, denn ihr wisst, Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters, und das sind wir ja irgendwie auch, und deswegen bedanken wir uns vielmals und bedanken uns auch vielmals bei allen Leuten, die uns in der Signal- und in der Telegram-Gruppe regelmäßig Feedback geben. Gut, ich meine, wir drücken es euch ziemlich auf die Augen, bis gerade eine neue Ausgabe erschienen ist, aber tatsächlich gibt es Leute, die dann doch relativ lange Kommentare da in den Gruppen hinterlassen, und mir persönlich geht da immer so ein bisschen das Herz auf, wenn ich merke, Menschen hören das und kommentieren bei uns. Und noch Disclaimer generell mal heute von mir, ich sitze in einem Café gerade und unter Umständen hört ihr andere Leute und vielleicht auch eine Kaffeemaschine. Dankeschön. Ja, also hast du dir wenigstens auch einen Cookie bestellt? Nee, aber Sucuk mit Ei. Ja, gut. Da fällt mir jetzt so spontan kein Reim drauf ein. Aber ich hatte heute zumindest schon einen. Doch, hier ist ein Biscuit dabei. Doch, beim Kaffee. Ein Lotus-Biscuit. Prösterchen. Na, also, das ist mal Comic-Cookie in real life. Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, weniger englische Begriffe zu verwenden, aber so kommt es dann. Anglizismen sind out, ne? Anglizismen sind so dermaßen in, und ich habe ja dieses Jahr beschlossen, dass ich jetzt meine Rolle als alter Mann auch endgültig annehme. Und, als Kulturbotschafter der Deutschen, danke dir. Nein, ich dachte mir so, mit Mitte 40 ist es einfach auch mal an der Zeit einzusehen, dass man der alte Mann ist, und mit den ganzen jungen Menschen, mit denen ich sonst so tatsächlich auch im Leben zu tun habe, sei es in der Arbeit, sei es beim Comicbuchclub, wo ich dann halt schon merke, da gibt es sprachliche Tendenzen, die sich bei mir einfach nicht mehr so richtig mit reinflechten. Ich kann das Wort buchstäblich aussprechen, ich muss nicht literally sagen. Und dachte mir, ist ja aber auch einfach so, das passt zu meinem Alter. Man muss seine Rolle, sein Klischee vielleicht auch irgendwie annehmen. Deswegen benennt sich der Podcast jetzt auch um in Bildgeschichtenkekse. Und dann gucken wir mal weiter. Nee, natürlich nicht. Und gerade im Comic-Bereich fallen halt einfach auch viele englische Begriffe, sowas wie Panel oder sowas. Wie auch immer, ihr wisst, wir besprechen Comics, dann nennen wir doch mal, welche Comics wir heute besprechen. Breedstorm, welche 2 hast du dabei? Ich habe wieder gedacht, es ist mal wieder Zeit für einen Spirou-Band. Und da habe ich einfach mal den Happy Family aus der Reihe Spirou und Fantasio Spezial dabei. Außerdem, auf Wunsch der Community, entweder aus unserer Signal- oder aus der Telegram-Gruppe, ein Hop voller Köpfe, Basketful of Heads von Joe Hill. Patrick, was präsentierst du heute? Ich präsentiere die erstaunlichen Abenteuer des Herrn Hase, Slaloms, nachdem ja das Asterix-Crossover schon so nett war. Und von Swamp Thing, von der Deluxe Edition, ist jetzt Band 3 rausgekommen, also von Alan Moore. Jetzt seit 36 Jahren zum ersten Mal auf Deutsch, nach 36 Jahren. Andi, was gibt's bei dir?
Außer Sucuk. Außer Sucuk und Keksen gibt es bei mir auch einen Manga, einen aktuellen von einem YouTuber namens Rise of the Reborn. Hat ein sogenannter Kurono, von dem ich noch nie gehört habe, gemacht und hatte dabei Unterstützung im Artwork von David Fülecki, was für mich der Kaufgrund war. Und auch im Text gab es Unterstützung von Aljoscha Jelinek, den ich auch ganz gut kenne. Ebenso möchte ich heute sprechen im Rahmen meiner Ich lese alte Dinge, die ich schon immer mal hätte lesen sollen. Die Miracle Man Reihe. In dem Fall habe ich den ersten von 4 Sammelbänden, ich glaube aus 14 oder so ist der gelesen und möchte da unbedingt drüber sprechen. Freue mich auch schon auf den Austausch hier in der Runde. Ich habe heute ein kleines Verlags-Special, ohne dass das jetzt groß geplant gewesen wäre, aber ich habe mir neulich mal ein paar Comics vom Jaja Verlag geholt und davon stelle ich 2 Stück vor. Das eine ist der Comic Vage Tage von Marie Schwab und das andere ist der Comic Küsse für Jet von Joris Baas-Backer. Und dann schon mal als Vorankündigung, wir haben natürlich auch wieder die Cookies Code Authority heute mit im Programm. Der Comic, den wir gemeinsam besprechen werden, den wir gemeinsam vorbereitet haben, wird sein Vom Wacholderbaum, eine Märchenadaption von Nuria Tamarit, sofern ich den Namen mal wieder halbwegs richtig ausspreche, man weiß es nicht so genau. Dann gehen wir doch in medias res, oh, humanistisches Gymnasium. Breedstorm, schieß los. Mit was fängst du an? Ich fange natürlich traditionsgemäß mit dem Spirou-Band an. Wie gesagt, Happy Family von Charelle Chambray und Marc Legendre. Ich habe ja in den letzten Monaten, Jahren immer mal wieder die andere Spezialbände vorgestellt, speziell die in der Besetzung Belgiens gespielt haben. Und ja, das war jetzt zu Ende und deswegen dachte ich, ich probiere mal wieder einen, der sehr klassisch aussieht. Und zwar sehen wir schon auf dem Cover von Happy Family Spirou mit einem ja, kleinen Mädchen und Fantasio, der sich als Frau verkleidet hat, flieht vor einem Bus, wo interessante Gestalten drin sitzen, wahrscheinlich Gangster. Und das ist auch im Prinzip, worum es in diesem Band geht, weil der Graf von Rummelsdorf, der hat einen Supercomputer erfunden. Unheimlich leistungsfähig, aber sehr, sehr klein. Und dieses Ding möchte er gerne vorstellen an der Côte d'Azur. Und wen könnte er da anders beauftragen als natürlich Spirou und Fantasio, die diesen Supercomputer dahin bringen sollen? Was die beiden am Anfang nicht wissen, ist, dass sie sowohl von Chinesen als auch von der, ja, wahrscheinlich italienischen Mafia verfolgt werden. Und diese beiden Gruppen, die haben es wirklich in sich, die versuchen sie auch in Verkleidung und mit diesen, ja, was aussieht wie ein kleines Mädchen zu verfolgen. Ich war bei diesem Band so ein bisschen erinnert an Spirou-Bände, die mir nicht so gut gefallen haben. Und zwar war es sehr bunt, knallig und habe dann überlegt, ist das jetzt einfach der Widerspruch zu den ja doch etwas düsteren Bänden, die im historischen Setting gespielt haben. Aber nein, es sind auch noch viele andere Kritikpunkte, die ich an dem Band habe. Zum Beispiel, ja, wir regen uns dauernd auf, oder das Internet regt sich dauernd auf über Klischees, die hier verbraten werden. Und es ist bei Spirou natürlich das komplette Paket. Du siehst den typischen italienischen Mafiosi. Du siehst den Chinese auch ein komplettes Klischee. Also es fehlt nur noch, dass man ihm ein klassisches Gewand angezogen hätte und ein paar Zöpfchen geflochten hätte. Und das Ganze ist doch ein bisschen stark übertrieben und ein bisschen zu sehr durch eine Retro-Brille für mich aufgenommen. Also ja, ich würde sagen, der ist einfach drüber. Das ist einfach mir persönlich zu viel Klamauk, zu viel Klischee und das will bei mir was heißen. Krieg wahrscheinlich. Ja, Krieg kommt tatsächlich gar nicht vor, aber wirklich, also wirklich krasse Klischee-Ausübungen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Funny, das gehört auch irgendwie dazu und Spirou und Fantasio sind ja auch irgendwie ein Klischee, aber natürlich das Klischee des Belgiers, weiß ich nicht, ob man sich das genauso vorstellt wie ein Page in einer roten Uniform. Wie gesagt, für mich eigentlich zu viel, zu drüber und ja, es gibt noch andere Nationalitäten, sie treffen auf dieser Verfolgungsjagd auch auf dem Bus mit, ja, wahrscheinlich Arabern, Persern, man weiß es nicht genau und auch da wird jedes Klischee erfüllt, was man sich davon vorstellt und natürlich schon allein die Verkleidung von Fantasio als Frau, das meine ich, gab es auch schon ein paar Mal, das, ja, es ist einfach zu viel und ja, also aus Komplettheitsgründen kann man den Band natürlich besitzen, aber das ist tatsächlich mal ein Spirou-Band, wo ich sagen muss, den muss man nicht ab und zu richtig haben.
Natürlich versucht er zeichnerisch sehr klar an Franquin und anderen dran zu sein, aber insgesamt wirkt das Ganze doch ein bisschen lieblos für mich. So, wenn ihr mal so Kunst gesehen habt, die vom Computer generiert wird, dann seht ihr auch, dass es meistens von der Komposition ganz gut ist, aber irgendwas fehlt dem Ganzen. Und das muss ich hier bei dem Band auch sagen. Deswegen mal von mir keine Kaufempfehlung. Das ist aber eine Neuerscheinung, verstehe ich das richtig? Wow. Das ist kein älterer Band. Das ist eine Neuerscheinung, ja. Okay. Gut, das ist natürlich Spirou schon eine langlebige Reihe und gerade mit den Hommage- oder Spezialbänden, auch die gibt es natürlich jetzt schon sehr lange und sehr, sehr viele unterschiedliche. Da ist vielleicht auch manchmal einfach einer dabei, der ja, manche Dinge vielleicht nicht so macht, wie es einem gefällt. Ja, Spirou kommt bei uns ja immer wieder vor. Ich glaube, da müssen wir jetzt keine große Fragerunde draus machen. Breedstorm empfiehlt diesen speziellen Band nicht so sehr und wer bessere Spirou-Empfehlungen haben will, kann natürlich den Breedstorm auch einfach mal fragen bei uns in den entsprechenden Gruppen, um das nochmal hier mit reinzubringen. Also gut, dann gehen wir doch einfach gleich weiter und sagen, Patrick, was hast du dabei? Ich habe jetzt hier die erstaunlichen Abenteuer von Herrn Hase, Band 1, heißt Slaloms. Der wurde mir von Ecki empfohlen. Ich habe mich da beratschlagen lassen. Okay, was kannst du von Herrn Hase empfehlen, weil ich durch seine Autobiografie von Louis Trondheim jetzt gelesen habe, dass der teilweise auch in sehr düstere Gefilde abdriftet. Deswegen war ich da interessiert und Ecki hat mir jetzt zwei Bände in die Hand gedrückt, unter anderem Slaloms und Blacktown. Beides zwei unterschiedliche Genres. Band 1 ist so ein typisches Ski-Abenteuer und Band 2 wechselt schon das Genre und ist dann ein Western. Band 1 entstand damals 1993 in Schwarz-Weiß-Fassung im Kleinformat. Da hat er auch noch nicht mit Lineal die Linien gezogen. Also es sah schon sehr krude aus, deswegen hat er 1997 das Ganze nochmal komplett neu gezeichnet, in großes Format koloriert. Damit das Ganze irgendwie so einen einheitlichen Look hat. Und auch inhaltlich merkt man dem Ganzen an, dass er da noch in seiner Anfangszeit war. Also diese Überdrehtheit, die fehlt hier in dem Band fast komplett, außer dass ab und zu mal angedeutet wird. Oder ist ein Wolf, der hat jetzt schon ein paar Skiurlauber zerrissen. Also sind die Elemente weitestgehend sogar sehr, sehr menschlich. Also es geht um eine Truppe, um Herrn Hase und seine zwei Freunde, die fahren in Skiurlaub. Ein paar davon haben Beziehungsprobleme. Ein paar diskutieren in bester Seinfeld-Manier wirklich über Nichtigkeiten des Lebens. Wie sehr kann Chips Krebs erzeugen? Und müssen das wirklich diese teuren Chips sein? Also ich dachte schon echt bei diesen belanglosen Dialogen, hui. Ich habe da echt gute Larry David Seinfeld Vibes. Und es ist wirklich ungewöhnlich, dass bis auf so ein paar minimale Slapstick-Einlagen kaum was Abgedrehtes passiert. Also wir sehen hier wirklich weitestgehend drei Freunde im Skiurlaub, die zusammen Spaß haben, sich betrinken, Karaoke singen, neue Bekanntschaften schließen. Für Louis Trondheim, wenn man da andere Sachen gewohnt ist, ist das wirklich schon fast schon ein Independent-Comic-Serialer. Nur immer wieder, wenn sie sich dann über Belanglosigkeiten aufregen, da kommt dann so dieser spätere Louis Trondheim durch. Aber es ist eine absolute Empfehlung für alle, die jetzt noch nicht sich mit 30, 40 Ausgaben Donjon befassen wollen. Oder eben seinen anderen rein. Da hat man hier einen kleinen Einstieg, für das man kein Vorwissen braucht. Es ist ein netter, kleiner französischer Band. Oft von Reprodukt, den kann man ja wirklich dankbar sein für alles, was die von Trondheim auflegen. Ich hatte bisher keinen Fehlkopf, wo ich dachte, ach nee, ich habe keinen Bock mehr. Sondern ich war immer wieder erstaunt, wie sich Trondheim neu definiert,
wie er das Korsett von dem franco-belgischen Comic quasi sprengt und sich auch selber keiner Auflage unterordnet, sondern immer wieder genau das erzählt, was er erzählen will, in seinen Panels und die Aufteilung dann auch macht, wie er es will. Hier ist es noch relativ klassisch, weil es ist neben 1993, aber wir merken das ja in den späteren, experimentelleren Trondheim, dass er auch ordentlich auf die Kacke hauen kann, aber den hier empfehle ich schon allein, weil der so raussticht und ein netter, kleiner, humaner Band ist. Bei der Herr-Hase-Reihe, und korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, ist es doch auch tatsächlich so, dass jeder Band für sich steht, ne? Also dass die nicht fortlaufende Geschichten erzählen und deswegen ja auch diese Genrewechsel auch machen können, richtig? Richtig. Ja. Das ist natürlich ein ganz interessanter Ansatz und so. Und ich habe wenig, also vergleichsweise wenig Trondheim gelesen und dann tatsächlich eben eher so seine, auch seine autobiografischen Sachen wie Approximate Continuum Comics und so, also die eben nicht jetzt so diese langlaufenden Genre-Reihen sind wie Don John oder, weißt du, Ralf Azam, hast du ja andere, glaube ich, ne? Ralf Azam, genau. Ja. Und ja, Patrick hat es ja gesagt, wir haben ja neulich eben mal den beim Teutates vorgestellt, den letzten aus der Herr-Hase-Reihe, beziehungsweise ist das, die ist ja auch neu gestartet, ne? Also Herr-Hase ist ja irgendwann gestorben und dann gab es, glaube ich, jahrelang keine und dann hat er wieder angefangen, wieder Herr-Hase-Abenteuer zu machen. Also die heißen jetzt auch die neuen Abenteuer von Herr-Hase. Genau. Heißt, ne? Ja. Wenn man jetzt einsteigen würde, würde man quasi die Wiederbelebung entdecken. Also Ecki hat da gesagt, für ihn ist Herr-Hase zum Beispiel seine Lieblingsreihe von Trondheim, weil da einfach diese Mischung am besten funktioniert, weil er da auch wirklich menschliche Momente zulässt. Und wenn Ecki sich mal freut, dass ein Charakter wieder beliebt wird, was in der Comicbranche ja gar nicht mal so selten ist, dann sagt das schon viel über die Qualität aus. Also die neuen, das ist wirklich die Wiederbelebung von ihm. Aber es gab so einen kurzen Moment der Depression, wo er keinen Bock mehr hatte und ihn hat einfach mal sterben lassen. Und erst nachdem er diese Depression überwunden hat, wenn man so seiner Autobiografie glaubt, da hat er dann die neuen Abenteuer von Herrn Hase quasi gestartet als neue Phase seines Lebens. Ja, du hast jetzt ständig, Patrick, den Ecki erwähnt, willst du mal kurz sagen, weil das ist sein Comic-Dealer, oder? Das ist einer der Comic-Dealer, das ist, der ist öfter im T3, also alle aus Frankfurt müssten den eigentlich kennen. Ja, wir haben wahrscheinlich nicht nur Hörende aus Frankfurt. Ja, sorry. Ich bin zum Beispiel hast kein, recht. Aber guter Einwand. In unserer Runde natürlich schon so häufig gefallen, dass ich schon weiß, oder zumindest mir vorstellen kann, wer das ist. Aber ja, wir uns hört nicht nur, oder hoffentlich hört uns nicht nur der Frankfurter Comic-Shop. Ich hoffe es auch. Breedstorm, du bist ja jetzt halt mit franco-belgischen Alben auch nicht unbekannt. Hast du mehr Trondheim gelesen? Hast du mehr von Herrn Hase gelesen? Immer mal wieder. Aber es hat sich bei mir nicht so richtig reingezogen, dass ich da alles von haben will. Jetzt Trondheim oder Hase? Generell beides. Okay, ja. Also da plane ich nicht, das irgendwann zu komplettieren. Wenn mir sowas, sagen wir mal, wirklich günstig in die Hände fällt, dann nehme ich das mit. Aber dafür ist es, glaube ich, auch zu speziell. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe eben auch nur wenige Sachen gelesen und auch mehr so diese Einzelsachen, gerade bei sowas wie Don John. Das ist so ähnlich wie diese sehr, sehr langen Manga-Reihen, wo ich von vornherein weiß, na, das ist zu viel für mich. da komme ich nicht mehr hinterher. Doch da ist eine gewisse Einstiegsfreundlichkeit gewährt, weil er ihm immer da die Storys erzählt, die er will. Es gibt zwar immer wieder mal Anknüpfungspunkte, aber die sind aktuell so gering, dass man sich da einfach auf ein abgedrehtes Fantasy-Spektakel freuen kann. Ich finde es halt immer ein bisschen abschreckend, wenn halt dann große Zahlen vorne drauf stehen. Also Band so und so viel oder eben Teil, keine Ahnung was. Und das sind dann so Sachen, wo wenn ich wirklich mal reingucken will, schaue ich, dass ich sowas aus der Bücherei kriege, dann um mal reinzulesen. Er veröffentlicht Don John ja wirklich querbeet. Er hat den letzten Band schon lange vor Band 50 oder sonst was veröffentlicht. Er erzählt gerade wirklich die Story, die er will. Dann mit diversen Spin-Offs, dann ist da Ausgabe 4 und auf einmal springt er zur Ausgabe 20. Da ist er selber so am Rad drehen,
ich kann verstehen, dass das abschreckend ist, aber für Leute, die einfach mal eine durchgeknallte Zeit haben wollen, für die ist das perfekt, dass manche eben mit diesen Auflagen, dass er sich selber da auch nicht mehr so wirklich unterordnet. Wer weiß, ob diese ganzen Lücken, die er da aufgemacht hat, ob er die jemals schließen wird. Hm. Andi, du hattest jetzt auf jeden Fall auch den beim Teutates gelesen. Ich weiß bei dir jetzt auch gar nicht, ob du mehr Trondheim und mehr Hase gelesen hast, aber nach dem Teutates und nach dem, was jetzt der Patrick auch über Slaloms erzählt hat, hast du Interesse an mehr Herr Hase? Ja, definitiv. Ich finde generell Trondheims Arbeit sehr interessant, habe aber bis jetzt noch gar nicht so viel davon gelesen. Kenne jetzt eigentlich auch nur diesen auch beim letzten Mal erwähnten Unkrautband, das magische Unkraut oder das wilde Unkraut oder sowas. Und möchte an der Stelle deswegen auch meine Empfehlung aussprechen. Gerade aktuell läuft ja der Comic-Adventskalender, Comic-Podcast-Adventskalender. Da haben die Jungs von Ottis Unleashed hier verschiedene Leute zusammengetrommelt und dort jeden Tag, jetzt, also die ersten 24 Tage des Dezembers haben wir gerade, halt im Rahmen von so einem Adventskalender Dinge veröffentlicht. Auch die Comic-Cookies werden dort vertreten sein demnächst. Und es gibt auch eine Ausgabe, die ist am 10. rausgekommen. Da hat einer der beiden Jungs, der Sebastian von Ottis Unleashed, sich auch fast 20 Minuten mal mit Louis Trondheim befasst und da auch mal noch einen konkreteren Einblick in seine Arbeit gegeben. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall mal empfehlen, da mal reinzuhören. Wenn ihr euch den Comic-Adventskalender, Comic-Podcast-Adventskalender von Ottis Unleashed reinzieht, da gibt es dann noch ein paar Infos. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, dass es, glaube ich, eine ziemliche Größe der Comic-Szene ist, von der ich selbst viel zu wenig gelesen habe. Na dann. Erzähl uns mal, was du gelesen hast und stell deinen ersten Comic vor, Andi. Oh, was eine optimale Überleitung. Vielen Dank, lieber Andi. Profi. Ich war spazieren, dann war ich irgendwann in einem Buchladen, da komme ich manchmal nicht drum rum. Und dann hat mich da was angegrinst, das sah aus wie eine riesengroße Wand an Mangas. Und tatsächlich habe ich ja Lust, mich da ein bisschen reinzufummeln. Aber es war halt auch schon ziemlich erschlagend. Wenn man da so gar keinen Einstieg findet oder Eindruck hat, dann muss ich mich immer auf Dinge verlassen, die bei uns zum Beispiel in den Gruppen aufploppen. Was ich aber schon mitbekommen hatte, weil das halt eben Menschen gepostet haben, denen ich auf Social Media folge, ist die Veröffentlichung des Mangas Rise of the Reborn. Und das hatte ich so gar nicht richtig auf dem Schirm und habe mich erst nachträglich nach dem Lesen damit befasst, was das eigentlich ist. Das ist ein Manga von einer Person namens Kurono. Das ist ein Künstlername, der heißt eigentlich Amir Yarahi und der ist YouTuber. Ich habe von dem noch nie irgendwas irgendwie irgendwo gehört und damit dürfte ich zu einer gewissen Minderheit dieser Lesenden hier zählen. Ich habe mir danach täglich angeguckt, was der so macht. Das ist relativ unterhaltsame, kurzweilige, man könnte aber auch sagen sehr flippige, überdrehte Unterhaltung auf YouTube. Und der hat wohl mega Bock auf Manga, hat auch eine Menge davon gelesen und auch Animes gesehen und wollte irgendwann selbst was schreiben. Das hat er gemacht und wie das bei so YouTubern halt häufig der Fall ist, gerade auch bei diesen Gaming-YouTubern, holen die sich dann natürlich auch Unterstützung und die holen die sich eben oft im deutschsprachigen Raum. In dem Fall war es so, dass dieser Kurono hier eine Grundidee oder eine Story quasi im Kopf hatte und hat sie dann stilistisch umsetzen lassen von David Filecki, den wir an der Stelle auch nochmal herzlich grüßen. Ja, nun auch wirklich kein Unbekannter hier im Podcast. Der hat hier also diesen ersten Manga gemacht. Keine Ahnung, ob es eine Fortsetzung gibt. Potenzial wäre mehr als genug da, weil allein schon, weil die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Und dann gab es noch textliche Unterstützung vom Autoren Aljoscha Jelinek, den ich auch ganz gut kenne inzwischen. Und weil die beiden Jungs das nämlich gepostet hatten irgendwie irgendwo, hatte ich den überhaupt so ein bisschen auf dem Schirm. Und ja, wo fange ich mal an? Also zunächst erst einmal, vielleicht beim offensichtlichsten, bevor wir auf den Inhalt kommen, das ist ein Manga, den lese ich aber von vorne. Also den lese ich wie durch die westliche Leserichtung und das fand ich überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet, denn ich habe gedacht, ich weiß, wie man Manga liest, ne? Und habe hinten angefangen zu lesen, aber da kommt dann genau wie das bei den anderen Mangas eben auf der anderen Seite des Comics ist, kommt hier der Hinweis, nee, liest es mal bitte in westlicher Leserichtung, weil ist halt so. Und da habe ich mich kurz ein bisschen gewundert, vielleicht schon fast geärgert, aber dann habe ich mir überlegt, warum ärgere ich mich eigentlich? Ist doch Quatsch. Das ist ein in Deutschland erschienener Manga von deutschsprachigen Leuten für einen wahrscheinlich zunächst erst einmal deutschsprachigen Markt. Und warum sollte man dann hier, nur um sich diesen Lesegewohnheiten anzubiedern, hier die japanische Leserichtung machen? Also da hatte ich dann für mich dann eigentlich einen großen Haken dran gemacht und da wir jetzt hier offensichtlich auch deutsche Kulturbotschafter in der Runde haben, finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir hier die klassische westliche Leserichtung haben. Von einem Manga, der man, glaube ich, dem Genre Shonen zuordnen würde. Also ein Action-Manga mit einer
vermutlich eher männlichen Zielgruppe. Es geht um einen jungen Mann. Dieser junge Mann wohnt in einer Postapokalypse mit seiner Familie. Er ist ein bisschen zurückhaltend und zockt gern. Also er verkriecht sich halt gern in seinem, ja, das sieht aus wie so ein Game Boy Advance oder was auch immer das ist, auf seinem Handheld halt und zockt vor sich hin. Und die leben außerhalb einer der letzten, wenn nicht sogar der letzten großen noch zivilisierten Stadt in einer Art Ghetto. Und dann ist da ganz viel Müll, vor allem Elektroschrott. Aber eigentlich geht es ihnen jetzt gar nicht so schlecht. Die scheinen jetzt nicht unmittelbar zu leiden. Bis zu dem Moment, wo die Familie von den Stadtwachen oder zumindest von der Armee, zumindest von den Söldnern oder Soldaten des Königs angegriffen wird quasi. Warum werden die angegriffen? Weil die nämlich besondere Fähigkeiten haben. Seine Schwester ist voll die gute Ingenieurin, die kann Dinge reparieren und das in einer Welt, in der nichts mehr wirklich funktioniert, echt wichtig. Und die wird quasi entführt. Da gibt es noch den Vater, der ist ein krasser Kämpfer, der ist aber eigentlich Jäger und der jagt irgendwelche Monster. Ich weiß gerade gar nicht so genau, ob wir die sehen im Manga, aber die dienen letztlich dem, die werden halt zu Nahrungszwecken gejagt. Und dann haben wir noch die Mutter, die ist ein bisschen krank. Mehr wissen wir zu der erstmal nicht. Und mit der wird im Laufe dieses Mangas sehr rabiat von diesen Soldaten umgegangen. Dazu die Ausgangssituation, die Bedrohungssituation. Und dann kommt es zum eigentlichen Kniff dieser Serie, denn unser Protagonist, die sind das immer ganz cool, der heißt übrigens Cave. Da gibt es, wenn nach jedem Kapitel, könnte man fast sagen, gibt es auch so kurze Character Sheets, wo die nochmal kurz erläutert werden und so, was die eigentlich können, was die machen, was die nicht machen. Und das ist ganz cool. Und was wir hier halt haben, ist ein Typ, der zockt gern und der findet so ein ganz besonderes, ich nenne es mal Gameboy-Spiel. Es wird nie Gameboy genannt, aber es sieht so aus. Dieses Spiel setzt er irgendwie in seine Konsole rein und aufgrund eines Zufalls wird quasi ein Dämon freigesetzt, der in diesem Computerspiel, in diesem Videogame drin war. Dieser Dämon verbindet sich mit ihm und gibt unserem Cave magische Kräfte. Ich glaube, der Dämon selber heißt auch Kuro, ähnlich wie der YouTuber, von dem die Geschichte stammt. Und diese Kräfte ermöglichen es unserem Protagonisten letztlich hier, gegen die Soldaten vorzugehen und mal ein bisschen aufs Maul zu geben. Und dabei wird wirklich so jedes Klischee auch abgefeuert und abgefrühstückt, was ich so von meinen minimalistischen Manga-Kenntnissen her halt so mitbringen konnte. Also ja, er wird immer krasser, ja, er entdeckt neue Fähigkeiten, ja, es fließt Blut, ja, es gibt andere krasse, super Bösewichte quasi, die andere Fähigkeiten haben. Und nachdem so seine Schwester entführt worden ist, macht er sich auf den Weg in die Stadt und will sie da wieder rausholen. Und das Ganze ist gespickt mit jeder Menge Action-Szenen und einem wirklich tollen, von David Filecki gewohnten, hochwertigen Artwork, das mich sehr angesprochen hat. Das ganze Ding liest sich ratzfatz durch. Das sind zwar, ihr wisst es, das wird das sein, 140, 150 Seiten, aber da brauchst du halt nicht lang, um dich hier durchzuarbeiten. Erschien auch bei einem Sublabel von Random House namens Juna Verlag, habe ich noch nie von gehört. Ist mir jetzt auch so aus den meinen Manga, sonstigen Manga-Kenntnissen irgendwie also unbekannt gewesen. Ja, da gibt es eine Menge Blut, eine Menge Action, auch mal eine geile Splashpage hier und da und das ist sehr kurzweilig und macht Spaß. Das kann ich sagen zu Rise of the Reborn. Patrick, du hast ja wieder auch mal einen Manga in der Hand, ne? Ich muss sagen, ja, da kommt keine Überraschung auf dich zu, wenn du den lesen würdest. Würdest du es trotzdem versuchen? Ich habe den sogar gelesen. Also als du das geschrieben hast, dass du den besprechen wirst, dachte ich, okay, unterstützen wir den David mal wieder. Irgendwie wollen wir auch die kleinen Künstler unterstützen. Also ich habe das Ding gelesen, da war keine Überraschung. Aber David Filecki hat das wirklich so stimmig gezeichnet. Also der kann sich wirklich öfter mal im Manga-Bereich versuchen. Ich habe zwar seinen gewohnten infantilen Humor vermisst irgendwie. Wenn du die Zeichnungen von David siehst, erwartest du da irgendwie schon einen stumpfen Humor. Aber er hat den Stil sehr gut untergeordnet. Ich fand auch Kuro, der hat mich so ein bisschen an den Dämon aus Disenchantment erinnert. Also auch so ein kleiner, dunkler Dämon, der ein bisschen schlechten Einfluss hat und ein bisschen auch, wie heißt's, eigensinnig ist. Also er hat eigentlich gar keinen Bock auf das Ganze, aber er ist irgendwie, weil er sich in dieser Konsole versteckt hat, jetzt an den Hauptcharakter, an den Cave gebunden. Das hilft ihm nur, weil er es jetzt eben leider muss. Quasi der Genie, der jetzt erstmal eine Zeit lang an seinen Besitzer gebunden ist. Also die Figurendynamik fand ich schon cool. Die Bedrohung, die war auch halbwegs greifbar. Du hast gemeint, da spritzt ein bisschen Blut. Ja, da fliegen teilweise auch Gliedmaßen Arme, durch die Gegend. Genau, ja. Also es hat schon sehr Spaß gemacht. Ich bin gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Auch wenn das wirklich
zwar nach 30 Minuten quasi durchgelesen. Es fühlt sich an wie so ein Pilotfilm. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das noch gehen wird. Das war ein grundsolider Einstieg. Nichts, was man nicht schon 100-mal gesehen hat, aber sehr kompetent gemacht. Genau, was liegt aber letztlich vor allem auch, und ich will jetzt hier nicht von Schwächen reden, weil das war ja kurzweilig und hat mich gut unterhalten, aber wenn ich hier die drei Beteiligten mir angucke, also die Person, die für die Hauptstory verantwortlich ist, die Person, die es gezeichnet hat und die Person, die letztlich die Dialoge vermutlich ausgearbeitet hat, dann ist das Schwächste der drei Punkte wirklich die Hauptstory, weil da ist jetzt wirklich, ja okay, irgendwas mit Gaming, ja okay, irgendwas mit Action, danke, so, das ist nicht so herausragend, aber das Artwork wirklich, ich blätter hier gerade über eine Seite nach dem Angriff, das sieht aus, als wäre hier halt überall irgendwas in die Luft geflogen und so. Und das erinnert mich dann tatsächlich schon so ein bisschen an auch hier diesen, helft mir kurz auf die Sprünge, Barfuß durch Hiroshima. Also wenn halt wirklich alles zerstört ist, das sieht schon cool aus und so. Und es liest sich halt auch sehr rund, was vermutlich dieser Dialogschreibe vom Alyosha geschuldet ist. Aber wie gesagt, ne, ansonsten ist nicht so prall. Aber wenn dieser Manga, und das ist immer so ein bisschen der Ansatz, dafür sorgt, dass A, Leute aus der deutschsprachigen Comic-Szene einen Job finden und B, Leute, die vielleicht sonst keinen Manga in die Hand nehmen würden oder Comic oder so, dass die halt sowas kaufen, dann finde ich es toll. Weil wir wissen ja, wenn wir beispielsweise auch dem Heiko Hörnig folgen, ja, der auch viel macht so mit YouTubern zusammen, dass das so der Weg ist, wo halt viele aktuelle IllustratorInnen halt Geld mitmachen können. Und deswegen allein freut es mich. Weil da halt YouTuber sind, die haben eine große Community und diese große Community, die unterstützt halt deren Schaffen. Und wenn die dann zusammenarbeiten mit irgendwelchen Artists und da kommen halt Produkte raus, die wirklich scheinbar viele Menschen anspricht, die teilweise in irgendwelchen Top-Charts auf Amazon und sonst was für Bestsellerlisten landen, dann freut mich das für alle Beteiligten. Im Prinzip ist das so das Gegenstück von dem YouTuber, der zum Beispiel Sonic synchronisiert, einfach für die Klickzahlen, so gesehen. Aber wenn dabei sowas qualitativ Hochwertiges rauskommt, gerne weiter so. Genau, also ich würde einen zweiten Band lesen. Das ist doch, glaube ich, das beste Fazit, was ich hierzu ziehen kann. Also was mir gerade eben bei der kurzen Durchsicht der Leseprobe aufgefallen ist, sind die hervorragenden Monster-Designs, die er gemacht hat. Da sind sehr schöne Monster drin. Klar, beim Manga sehen die Figuren für mich immer sehr, sehr ähnlich aus. Also das ist für mich zu austauschbar, aber das ist halt beim Manga sehr oft der Fall. Aber die Monster, die er gezaubert hat, sehr schön. Ein sogenannter Scheitan ist das große böse Monster, das gejagt wird wohl zum Essen. Ist ja auch ein Synonym für Satan. Das ist auch nicht so mega kreativ, aber also sieht gut aussehen tut's ja. Gut, dann gehen wir mal weiter und gehen mal wieder weg vom Genre und vom Manga und gehen zum Autorinnen-Comic vielleicht mal so genannt. Ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Sachen vom Jaja Verlag gelesen. Jaja Verlag ist ja eher bekannt dafür, Independent-Künstlerinnen, autobiografische Sachen, Comics mit einem gewissen grafisch-künstlerischen Hintergrund vielleicht auch rauszubringen. Und der erste Comic, den ich da vorstelle, ist der Comic Vage Tage von Marie Schwab. Dieses Jahr tatsächlich erschienen, 2022. Und nach Verlagsinformationen die erste Graphic Novel von Marie Schwab. Marie Schwab ist auch hier wieder die Information der Jaja Verlagswebsite 1994 geboren. Nur einfach hier mal, um noch so ein bisschen eine Einordnung mit reinzugeben, was vielleicht so der Entstehungshintergrund auch für den Comic ist. Es ist eine studentische Geschichte. Es geht um die Studentin Mila, die in einer sehr unzufriedenen Phase steckt, die eine noch nicht so lang zurückliegende Trennung auch noch nicht wirklich verarbeitet hat, also mit dem Studium unzufrieden ist, mit dem Leben unzufrieden ist, mit dem Beziehungsstand unzufrieden ist, der Ex-Freund in der neuen Beziehung Bilder mit der neuen Freundin postet und solche Geschichten. Und Mila lebt in einer WG ohne Mitbewohnerin zu dem Zeitpunkt und kommt zur Zwischenmiete eine andere Studentin namens Kat für ein paar Tage allerdings nur in diese Wohnung mit rein und Kat wirbelt das Leben von Mila so ein bisschen durcheinander. Kat, ein ganz anderer Typ ist sehr, sehr lebendig, ist sehr wechselhaft in ihren Beziehungen, sehr sprunghaft in ihrem Leben, macht Party, er berichtet dann auch von einer
einer vergangenen Liaison, die für ihr Verständnis zu sehr klammert und wo sie sagt, das war von vornherein klar, dass das so eine kurze Geschichte ist und dass da nichts Längerfristiges draus wird, aber diese andere Person versucht jetzt eben mehr draus zu machen und das ist nicht Cats Stil, aber Mila lässt sich da eben so mitziehen und geht dann mit Cat eben auf Partys etc., findet so neuen Esprit im Leben und zwischen den beiden passiert dann eben auch was. Es wird dann auch körperlich, gerade eben nach so einer durchzechten Partynacht. Und ja, dann zieht Cat wieder aus, weil die, wie viele Tage auch immer, eben der Zwischenmiete sind vorbei und sie ist weg. Und dann findet sich Mila in der Situation wieder, dass sie quasi so ein bisschen zu dieser klammernden Person wird, wo sie dann sagt, na Mensch, bin gespannt, wann Cat sich wieder meldet. Und dann meldet sich Cat nicht und dann schreibt Mila und Cat antwortet nicht sofort zurück und so. Und Mila ist eben so dieser Typ Mensch, der sich denkt, na, da könnte doch jetzt mehr draus werden, obwohl Cat ihr vorher schon mal von dieser anderen Person erzählt hat und ihr klar gemacht hat, dass Cat nicht die Person für so eine Beziehung und für so eine Situation ist. Und ja, das ist so der Konflikt quasi. So, Mila findet zurück in einen lebendigen Alltag, findet sich dann aber auch dann direkt wieder in einer Situation mit einer anderen Person, die für sie nicht zufriedenstellend ist. Was ich vor dem Lesen des Comics nicht wusste, der endet mit einem Cliffhanger. Ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwie auch ein abgeschlossenes Ende kriege. Das ist dem ist nicht so. Ich bin aber tatsächlich nicht 100% sicher, ob es eine Fortsetzung geben wird. Ich habe den Comic jetzt nicht bei mir liegen, weil ich den auch aus der Bücherei hatte und jetzt nicht mehr da habe. Aber ich glaube, der endet tatsächlich auch mit dem Satz Fortsetzung folgt oder einer ähnlichen Formulierung. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ob das tatsächlich so ist oder ob das für die Geschichte nur so ist, dass die trotzdem offen bleibt. Aber ich eigentlich, so wie er erzählt wird, würde ich annehmen als Leser, dass da noch ein weiterer Band folgt, der die Geschichte dann auch weiter erzählt. Aber das ist etwas, wie gesagt, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil ich das überhaupt nicht wusste. Und dann dachte ich so, wenn du merkst, die Seiten werden immer weniger, denkst du so, jetzt muss er ja dann irgendwann langsam mal zum Ende kommen und dann endet er aber doch sehr, sehr cliffhangerig irgendwie. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade auch grafisch. Also ich war von dem Zeichenstil sehr angetan. Der hat natürlich auch schon so ein bisschen was, ja, von wo man merkt, das ist ein Mensch mit einer Ausbildung, die was mit Grafikdesign zu tun hat, die was mit einer künstlerischen Hochschule auch zu tun hat. Marie Schwab hat wohl auch Animation studiert, auch in Amerika studiert etc. und arbeitet auch als, wie sagt die, die Website hier wieder als freie Illustratorin und ist Artdirektorin für ein Magazin und so. Also wirklich so dieser, ja, was man sich unter einem Jaja-Comic quasi auch vorstellt. Aber eben gesagt, ein Stil, den ich sehr, sehr gut finde, ist ein farbiger Stil, also es ist nicht schwarz-weiß, sondern eben auch mit Farben, die aber ja quasi so für verschiedene Kapitel oder auch Seiten immer einen einheitlichen Ton auch angelegt haben, sodass die Seite auch so was Ganzes ergibt. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Gestaltung. Der Band hat 104 Seiten in Farbe, kostet 16 Euro und würde ich empfehlen. Also wie gesagt, hat mir gut gefallen und ich hoffe, dass da tatsächlich auch ein weiterer Band noch erscheint. Es war für mich eine Geschichte, die sehr, wie drücke ich es am besten aus? Ich kenne solche Geschichten aus dem wahren Leben. Also so diese Situation zwischen diesen beiden Personen, das war für mich sehr, sehr realistisch. Breedstorm, wie angesprochen oder nicht angesprochen bist du von so einem Comic? Ich bin stark nicht angesprochen in dieser Phase für dieses Slice-of-Life-Beziehungsding. Weiß ich nicht, bin ich momentan nicht so. Also ich würde es durchblättern, wenn ich so eine geile Bücherei hätte wie du, würde ich es wahrscheinlich auch lesen. Aber dass ich jetzt aktiv mir das besorgen würde, wäre nicht der Fall.
Andi, du hast ja auch Sachen vom Jaja gelesen. Ich weiß nicht, kennst du den vielleicht sogar? Nee, den kenne ich jetzt nicht. Ich würde den aber auf jeden Fall lesen. Das ist halt auch ein bisschen so ein typisches Jaja-Ding, ne? Ja, genau. Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich wird doch eher noch Jaja, weil Reprodukt ja doch noch ein Stück internationaler ist, wo es auch gepasst hätte. Aber das ist hier was, das Artwork, das spricht mich natürlich an, ich finde es interessant. Ja, okay, Slice of Life ist ja das eine und das ist auch immer so ein bisschen das Gefühl, als hätte man das alles schon mal irgendwo gelesen. Aber die Art und Weise des, wie es präsentiert wird, ist ja, glaube ich, diejenige oder auch oft der Grund, warum man dann hier mal einen Einstieg findet. Und ich würde den auf jeden Fall lesen. Ich kenne die Künstlerin jetzt noch nicht. In Erlangen war dieses Werk, soweit ich es weiß, noch nicht relevant. Und ist wohl auch laut Internetseite, steht hier gerade, leider vergriffen. Gut, wobei ich gar nicht so genau, weiß. Ja? Lass mich da kurz einschreiten. Jaja macht ja jetzt ja dieses Sabbatical und hat den genau, Shop da wollte ich geschlossen. Doch hinaus, ja. Genau, jetzt gerade vor 2 Tagen. Deswegen gehe ich davon aus. Also ich glaube, in dem Shop ist momentan einfach alles als vergriffen gekennzeichnet, weil der Shop jetzt ein Jahr Pause macht. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, dann guckt auf jeden Fall mal auf der Website vom Jaja Verlag. Da gibt es ausführliche Erläuterungen, warum Annette da mal ja jetzt ein Jahr Auszeit macht. Das hatte sie mir damals nochmal unter 4 Augen auch mal erzählt. Kurz nach Erlangen, das Projekt Auszeit steht schon länger, ist jetzt nicht kurzfristig. Und welche Gedankengänge sie damit hatte, so davon hat sie teilweise was veröffentlicht. Und guckt da auf jeden Fall mal auf die Jaja Verlags Webseite, jajaverlag.com. Da kriegt ihr mal ein paar Eindrücke davon, wie das da gerade beim Verlag aussieht und wie es eventuell auch weitergehen wird. Ja, Wagetage, ich würde es lesen, auch wenn es nicht ganz oben auf dem Lesestapel liegen würde. Patrick, du bist ja auch ein großer Genrefreund, aber du bist ja jetzt dann auch anderen Sachen nicht abgeneigt. Hat dich in dieser Geschichte irgendwas an eigene Erfahrungen oder aus dem Freundeskreis erinnert oder findest du das allgemein interessant? Ich habe sogar jetzt gerade mal ein bisschen die Leseproben durchgeblättert. Das hat einen angenehmen Lesefluss. Ich bin nicht so abgeneigt wie jetzt Breedstorm, aber ich sage auch, wenn ich das in der Bibliothek finden würde oder eben bei einem billigeren Sale, dann würde ich das lesen. Also es war schon eine Leseprobe recht angenehm zu lesen. Und manchmal hast du auch gern sowas locker fluffiges, so ein Slice-of-Life-Ding. Also ja, ich bin da nicht abgeneigt. Gut, dann mach doch mal gleich weiter mit deinem zweiten Comic. Okay. Ich habe mir jetzt natürlich ein ganz großes Monster rausgekramt. Swamp Thing in der Deluxe Edition von Alan Moore. Es kam jetzt vor ein paar Wochen auch in der deutschen Übersetzung raus. Im Zug von dieser Amazon-Serie. Oder wo auch immer das lief. Ich glaube, es ist CV. Da haben sie jetzt auch quasi endlich mal die Möglichkeit bekommen und haben gesagt, okay, jetzt wird auch der letzte fehlende Band beziehungsweise Run von Alan Moore übersetzt. Natürlich in der neuen Kolorierung, die es jetzt auch schon gab. Und es knüpft an das Ende von Band 2 an. Achtung, jetzt muss ich leider spoilern. Es kam raus, dass Abby etwas mit Swamp Thing hat. Und die Gesellschaft ist absolut gegen diese Beziehung. Abby wird sogar vor Gericht gestellt und wird in Gotham City quasi in einem Gefängnis bis zur Gerichtsverhandlung verwahrt. Und Swamp Thing ist dann natürlich sehr, sehr angefressen und fängt an, wie eine Urgewalt, Gotham City natürlich heimzusuchen. Was mich da ein bisschen gestört hat, dass Gotham City so unvorbereitet ist. Ich meine, müssten die durch Poison Ivy allein schon nicht irgendwelche unkrautwuchernden Monster gewohnt sein und hätten da irgendwelche Gegenmaßnahmen. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Aber es ist lustig, wie Swamp Thing hier mal wirklich als ungezügelte Urgewalt dargestellt wird. Und eben Gotham quasi mit seinem ganzen Moos und Ranken überwuchert. Und eben auch für eine Bedrohung für Batman wird, der dann hier eingreifen muss. Danach wird das ein bisschen weniger actionlastig nach den Ereignissen aus diesem Kapitel. Und Abby und Swamp Thing sind quasi in so einer Art Selbstfindungsphase. Also das ist dann sehr independent-mäßig gehalten. Es sind fast schon kammerartige Stücke, wären da nicht immer wieder Gaststars aus dem DC-Universum. Man würde fast vergessen, dass es ein DC-Comic ist. Und der Genrebruch, der da passiert, das will ich jetzt nicht spoilern, der ist dann auch schon sehr abrupt. Der hat mich schon
bisschen verwirrt. Und auch von den prosaischen Texten ist es manchmal dann ein bisschen unfreiwillig komisch geworden. Und man hat hier gemerkt, dass hier die Autoren und die Zeichner hier sehr viel herumexperimentieren durften. Es gibt sogar eine Ausgabe, da wird kein Wort gesagt. Da ist Swamp Thing quasi komplett lautlos und zerstört eben Dinge. Mehr will ich dazu nicht sagen, aber es ist fast schon eher eine illustrierte Story. Kurzgeschichte, also da ist immer wieder so Background-Text, aber es wird kein einziges Wort gesagt. Ich fand diesen Genrewechsel nicht komplett zu 100% schlüssig, gerade wieso Swamp Thing gerade jetzt in diesem Genre sein muss. Aber an sich ist das Meckern auf hohem Niveau. So, Alan Moore hat hier wieder eine sehr, sehr coole Comic-Story abgeliefert, die fast zeitgleich mit Watchmen erschienen ist. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass Watchmen, einer der größten Klassiker der Comic-Geschichte gefühlt, zeitgleich mit Swamp Thing veröffentlicht wurde. Und auch dieser Swamp Thing-Run ist ja nach wie vor unübertroffen. Swamp Thing nähert seit Jahrzehnten noch an diesen Run von Alan Moore und hat deswegen diesen legendären Kultstatus, wegen dem, was Alan Moore damals zeitgleich geschrieben hat. Deswegen ist das schon sehr schön und es findet auch ein würdiges Ende. Die Kolorierung, die gibt auch einen Mehrwert zum Lesen. Aber für mich war zum Beispiel Band 1 so dieses stimmigere Horrorpaket. In Band 2 wurde ja Konstantin eingeführt zum ersten Mal. Die waren da für mich in der Hinsicht wirklich runder, haben mehr Spaß gemacht, haben mehr entertained, weil jetzt Band 3 fast schon ein stilles Charakterdrama geworden ist, bei der es comicgemäß dann trotzdem immer wieder mal ein bisschen was Explosives gibt. Aber an sich bin ich dankbar, dass das jetzt nach 36 Jahren veröffentlicht wurde. Breedstone, du hast ja sehr viel auch so Klassisches gelesen, gerade auch von DC. Hast du diesen Swamp Thing Run gelesen oder hast du ihn auch so weit gelesen, vielleicht eben in der englischen Ausgabe? Nee, ich habe die Panini-Ausgaben von 2003 bis 2006 gelesen, habe ich eben nachvollzogen. Ich frage mich gerade, was da der Unterschied ist zu diesen Dingen, weil ich damals dachte, es wäre abgeschlossen. Nein, die haben sich nicht gut genug verkauft, deswegen diese letzten zwei Bände, die wurden nicht ins Deutsche übersetzt. Ah, okay. Also du hast quasi zwei Drittel des Ganzen gelesen, das waren die, die ich auch besser gefunden habe. Ich finde es trotzdem schön, wie man hier experimentieren durfte und auch das Genre mal wieder ein bisschen neu ausloten durfte. Es ist nur jetzt in Band 3 kaum noch Horror. Ab und zu mal gibt es Frankenstein-Anleihen und Alan Moore zitiert sich wirklich durch die Biografie bzw. durch die Popkultur, dass man da schon echt zwei, dreimal hinschauen kann, um das alles wirklich mitzunehmen, ähnlich wie bei Sandman, wo ja auch sehr viel an Zitaten aufgefahren wird. Ja, ich habe vor Jahren mal die ersten, ich weiß nicht wie viele Hefte, 20 oder so, gelesen, als DC die in Schwarz-Weiß rausgebracht hat, und zwar als Heftreihe. Also es gab mal so eine Phase, keine Ahnung, ist es 20 Jahre her sein oder so, da hat DC Sandman nochmal in Heftformat aufgelegt, eben in Schwarz-Weiß, und eben auch diesen Swamp Thing Run. Vielleicht auch noch was anderes, was ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe. Und ich weiß auch nicht, ob die abgeschlossen wurden oder wie lange diese Reihen gelaufen sind. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Aber das ist so die Form, wie ich den Alan Moore Swamp Thing gelesen habe, zumindest den Teil, den ich gelesen habe. Und gerade eben auch in Schwarz-Weiß hat es mir extrem gut gefallen. Also John Turtleben und Steve Bissett waren da so die maßgeblichen Künstler ja auch an dem Run. Und für mich ist so dieses erste Heft, dieses Anatomy Lesson, ist auch mal so eine der besten Kurzgeschichten im Comic-Format überhaupt. Und gut, also ich finde es natürlich sehr, sehr schön, wenn gerade eben auch für Menschen, die den Anfang der Geschichte schon auf Deutsch gelesen haben, dass der jetzt auch abgeschlossen wird auf Deutsch. Und die sich jetzt dann diesen Band auch holen können. Das ist natürlich kein Comic, wo Swamp Thing Einsteiger jetzt mit Band 3 dann irgendwie anfangen. Mit 69 Euro ist da wirklich eine Hemmschwelle. Also der Band kostet 69 Euro. Da überlegst du dir als Comicleser natürlich zweimal, ob du da zuschlägst. Weißt du, wie viele Seiten der hat? Der hat ungefähr, ich glaube, 350 Seiten. Da ist bis Band 64 dann der Rest abgedeckt. Und ist er im Hardcover?
Der ist im Hardcover. Ja. Da ist natürlich auch einiges an Geld natürlich in die Übersetzung reingeflossen. Weiß ich nicht. Neue Kolorierung, die meistens war ja wird da gespart. Also Übersetzer sind jetzt nicht die Bestbezahlten im Business meistens. Also ich muss sagen, ich selbst bei mir, wo ich jetzt rausgefunden habe, tatsächlich der dritte Band würde anschließen, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf, auf 70 Euro nochmal auf den Tisch zu legen, um den Anschluss da zu haben. Ja. Andi, was hast du kannst der ganzen das Sache? Ja auch im Englischen lesen und bist da wahrscheinlich eine Spur billiger. Alan Moore bin ich im Englischen sehr vorsichtig, weil das ist schon eine sehr spezielle Sprache, die er hat. Also da musst du wirklich das komplette Vokabelwissen haben. Da kannst du nicht mal schnell wie beim Wolverine-Comic einfach mal drüber lesen. Das geht nicht. Ich habe mich da deswegen auch auf die deutsche Veröffentlichung gefreut. Ich habe diese beiden Bände auf Englisch. Und ich habe das nicht zu 100% verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Und bin so ein bisschen hin und her gerissen, auch wenn das auf einem hohen Level ist. Andi. Ja, bei Alan Moore werden wir ja auf jeden Fall heute nochmal drüber reden. Und ich habe den ersten Band damals auch gekauft und habe das Geld bezahlt. Und jetzt sehe ich hier halt genau diese Preise, die ihr auch genannt hattet. Und sehe auch, dass es den dritten Band auch nochmal eine Ausgabe mit einem richtig geilen Schuber gibt. Dann kostet der nur 99 Euro. Das ist dann schon so, boah, also ich meine, Panini macht es halt gerade viel, ne? Ich gucke ja selber nicht mehr so intensiv ins Panini-Verlagsprogramm und ehrlich gesagt ist mir auch völlig egal, wenn gerade eine neue Panini-Vorschau erscheint oder nicht. Andere machen da große Podcasts und Videos draus, mein Thema ist es nicht. Und da fällt mir halt schon auf, dass du, keine Ahnung, kriegst jetzt auch meinetwegen Flashpoint in einer super ultra mega fetten Version oder irgendwas von Daredevil in einem Ziegelstein letztlich. Das kannst du alles inzwischen bei Panini kaufen und ein Stück weit reiht sich das halt ein in den Trend, den es im deutschen Markt gibt, nämlich dass du Leute erreichen möchtest, die tatsächlich ein regelmäßiges Einkommen haben, die Geld für ihr Hobby haben und die halt dieses Geld dann auch in sowas investieren, was ja wirklich sehr hochwertig aufgemacht ist. Yeah. Ich würde das hier kaufen. Wobei ich es wahrscheinlich erst kaufen würde, wenn ich den ersten Band, der immer noch zur Hälfte ungelesen daheim steht, wenn ich den durch hätte, dann würde ich die wirklich so etappenweise kaufen, weil ich mir vorstellen kann, und ich mag Swamp Thing sehr, dass das hier irgendwann auch einfach ermüdend ist. Jetzt haben wir schon Alan Moores Schreiber angesprochen und die ist wirklich speziell, die ist teilweise sehr poetisch und verschwurbelt auch ein Stück weit, verliert mich als Leser damit auch gern mal. Und da muss man, glaube ich, wirklich so Stück für Stück gucken, ob einem das noch zusagt. Jetzt finde ich es ganz gut, dass der Pettig meinte, wir sind hier zeitweise in Gotham City und haben dann eben auch Anspielungen auf andere popkulturelle Dinge. Das könnte dann wiederum so ein bisschen das Entertainment halt hochhalten. Also ja, kurzum, ich würde es auf jeden Fall lesen, aber erst nachdem ich die ersten beiden gelesen habe. Und ich wäre jetzt auch überrascht, wenn man an das Ding in irgendeiner Ausgabe und sei es dann halt nochmal in einer Softcover-Ausgabe oder so, die ganze Hardcover-Version hier ist, glaube ich, also mit dem Schuber auf 333 Exemplare limitiert und die andere Ausgabe ist gar nicht limitiert. Also da kommt man auch in 5 Jahren noch ran, würde ich vermuten. Deswegen kaufe ich es mir nicht sofort, auch wenn ich es potenziell interessant finde. Diese erwähnte Kurzgeschichte vom Andi, das ist auch für mich das Highlight der Swamp Thing-Reihe, einfach wie Swamp Thing da quasi wiederbelebt wird. Das wurde sogar in der Serie dann zitiert. Also das hat mich sehr gefreut, das in Realfilmen dann zu sehen. Weil Alan Moore killt ja Swamp Thing im Prinzip und belebt ihn dann neu und verpasst ihn dadurch neue Impulse. Das haben sie damals bei Sandman ja auch so gemacht. Da war das noch ein Typ mit einer Gasmaske, der Leuten Sand in die Augen gestreut hat, aus der Justice Society. Und Gaiman hat das komplett umgedreht und seine eigene Interpretation losgelassen, die kaum noch was mit der alten zu tun hat. Ähnlich ist es hier auch mit Swamp Thing. Also er hat der Reihe wirklich damit einen Bärendienst erwiesen. Nur was mir an aktuellen Swamp Thing Runs auffällt, auch beim DC-Reboot, das hat spektakulär angefangen. Das war wirklich schön mit Horror und allem zersetzt. Aber irgendwann ist das komplett versumpft, weil man da nicht wusste, was man erzählen will. An Swamp Thing musste eh nicht wie bei Superman wirklich einen Autor ran, der sich mit dieser Materie auseinanderkennt und den immer wieder neue Impulse schaffen kann. Für mich war das letzte Drittel deswegen auch so ein Stück weit repetitiv, weil das, was da passiert ist, das war so auch ein bisschen in Band 1, ein bisschen in Band 2. Jetzt war es das jetzt eben noch mal in emotional und kleiner, aber eben trotzdem noch mal mit gewissen DC-Crossovern, mit einem schönen Frankenstein-Cover. Also das, da war quasi eine komplette Ausgabe, da ging es um Abby
und da war Frankenstein allein, da hat Swamp Thing vielleicht in 2-3 Panels höchstens eine Rolle gespielt. Deswegen meinte ich, hier ist auch deutlich mehr der Fokus teilweise auf Charakterdrama. Manchmal ist es eben schwierig, bei so langlaufenden Reihen die Qualität hochzuhalten. Breedstorm, hast du eine Reihe als nächstes oder ist es was Abgeschlossenes? Das ist diesmal was Abgeschlossenes und zwar ist es Basketful of Heads von Joe Hill. Den hatte ich schon länger rumliegen, hatte aber dann irgendwie den irgendwie aus dem Auge verloren, wie es so ist. Und vollkommen zu Unrecht, weil der mich wirklich begeistert hat. Warum habe ich den so lange liegen lassen? Ich mag Joe Hill, ich mag Stephen King, seinen Vater natürlich. Und Lock and Key mochte ich auch sehr. Aber dieses Cover, das er da gezaubert hat bei Basketful of Heads, sah halt aus wie bei so einem typischen Slasher. Also wir sehen eine Figur, die im Regenmantel gehüllt ist mit einem Korb und einer blutenden Axt in der Hand. Und es sieht einfach aus wie der typische 0815 geringes Budget Slasher-Film. Und vollkommen zu Unrecht, denn ich habe rausgefunden, dass es richtig, richtig gut ist. Ich werde dazu nicht allzu viel zur Handlung erzählen, weil es dann doch sehr spoilerig wäre, aber da müsst ihr mir einfach mal vertrauen und das Ding kaufen, weil es einfach sehr viel Spaß ist. Zwar geht es darum, dass wir auf einer Insel vor der amerikanischen Küste plötzlich eine gewisse Mordserie erleben. Und schnell werden da auch Verdächtige dafür gefunden, aber es ist leider nicht alles so, wie es scheint. Es ist noch viel, viel schlimmer. Und kauft euch das Ding wirklich, weil ich kann nicht mehr dazu sagen, weil das Ding lebt einfach von den Überraschungen. Von da sehr mutigen 80er-Humor. Ja, es ist viel 80er-Humor. Aber auf eine sehr unterhaltsame Weise und lasst euch nicht, wie ich, lange durch das Cover abschrecken, sondern holt euch das Ding. Und im Gegensatz zu Lock and Key ist es auch in einem Band abgeschlossen. Es gibt Spaß mittlerweile damit. Aber auch ein Sequel. Ja, aber es ist, glaube ich, nicht von Joe Hill, ne? Nein, das ist nicht von Joe Hill. Es knüpft nur lose darauf an. Ja. Also gewisse Charaktere tauchen da wieder auf. Nur Band 2 dreht dann komplett auf und zitiert dann eher Steven Spielbergs Weißer Hai. Und diese Hintergrundgeschichte, die da aufgebaut wird, die geht dann nochmal komplett hoch. Also das ist nochmal deutlich abgedrehter. Du merkst da wirklich die Abwesenheit von Joe Hill, aber die hat mir auch erstaunlich Spaß gemacht. Und auch da, ich will nichts zitieren, ich will da wirklich ähnlich wie du den Leuten die Überraschung lassen. Ich habe das sogar mal in einer Comic-Cookies-Ausgabe besprochen. Also könnt ihr da separat irgendwann mal meine Meinung dazu anhören. Ich fand das auch super spaßig. Und von diesen Hill House Productions war das für mich bisher mit das Spaßigste. Okay, also Kauftipp von uns. Ja. Nächster. Okay, wenn der Breedstone das so sagt. Andi, mach mal weiter. Dann mache ich weiter mit was, das noch nicht bei den Comic-Cookies besprochen wurde, sondern jetzt das erste Mal in der Ausgabe drin ist. Und zwar habe ich mir was geschnappt, was auch wieder schon ewig in meinem Comic-Regal steht, nämlich Miracle Man. Miracle Man ist etwas, das hat eine ganz besondere Geschichte und ist hier auch im Rahmen dieser Andy liest alte Sachen aus seinem Regal, die er schon lange hätte lesen wollen und die irgendwie auch Klassiker sind, Reihe. Und Miracle Man, was ist das eigentlich? Also das ist eine Comic-Reihe, offensichtlich ist vorne ein Superheld drauf und irgendwas hat es mit Alan Moore auf sich, aber man darf das nicht sagen, weil sonst macht man sich unbeliebt. Und auch da kann man sagen, Band 1 ist noch nicht bei den Comic-Cookies besprochen worden, aber Band 2 und 3 schon und zwar mit in den ersten Ausgaben, die es hier gab. Da guckt auf jeden Fall mal im Feed, wenn ihr das sucht, findet ihr das, denn der liebe Breedstorm hat vor Jahren, als sie nämlich rauskam, schon einen Blick da reingeworfen. Ich habe zu Hause stehen die 4 Hardcover-Ausgaben, aber immer auch in der jeweils, ich habe da irgendwie mal Bock drauf gehabt, damit es damals gekauft, in der jeweils limitiertesten Ausgabe, die es gibt, in den Specials zu irgendwelchen Comic-Salons oder irgendwelchen Comic-Festivals. Und jetzt wollte ich mir das ganze Ding mal geben und habe dann in dem Atemzug auch das ein oder andere gelesen. Wovon reden wir hier? Miracle Man ist eine Figur, die ist geschaffen worden vor vielen, vielen Jahren. Und zwar eigentlich im selben Atemzug, wie damals auch Superman geschaffen worden ist und wie damals auch Shazam geschaffen worden ist. Und alle drei Figuren sind sich auch wirklich relativ ähnlich.
Ja, und um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen, irgendwann war es so, dass Miracle Man, der ursprünglich zum Beispiel auch, der zwischenzeitlich auch mal Marvel Man hieß und so, das war ein Auslaufmodell. Shazam, beziehungsweise damals Captain Marvel, hatte die Verkaufszahlen von Superman getoppt, dann gab es Rechteklagen und wegen dieses Hickhacks zwischen quasi den Rechteleuten auf Shazam oder Captain Marvel Seite und Superman Seite, hat man sich entschieden, hier Miracle Man nicht weiter fortzuführen, der nämlich eigentlich ursprünglich aus Großbritannien kommt. Dann war das ganze Ding tot, Ende der 50er, Anfang der 60er, lag dann halt ungenutzt rum und dann kam plötzlich Alan Moore. Alan Moore hat dann in den 80ern im Rahmen eines Anthologie-Magazins namens Warrior sich hingesetzt und hat wieder Marvel-Man-Geschichten geschrieben und diese sind, soweit ich das hier verstehe, jetzt hier drin abgedruckt und zwar eben nicht in dieser die sind quasi, glaube ich, neu koloriert, glaube ich. Und sie sind also jetzt in der Hardcover und in der gesammelten Fassung vorliegend, die es in der Form noch nicht gibt. Und dieses, wenn man so will, Reprint, das natürlich auch damals zeitgleich bei Marvel inzwischen übrigens liegen zwischen die Rechte, erschienen ist und eben auch hier in Deutschland irgendwann rauskam, da will Alan Moore nicht mehr als Autor genannt werden. Aus Gründen, die ich jetzt erstmal nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, weil er grundsätzlich Comics inzwischen eher so für Quatsch hält. Das ist ja so ein recht spezieller Autor, wie wir wissen. Auch seine ganzen anderen Werke, Watchmen, Swamp Thing, wir hatten es gerade schon in der Ausgabe. Ich glaube, er ist, was Comics angeht, ist er durch. Und man sieht auch immer mal wieder so Zitate von ihm, die auch sehr rüde sind, wenn es um Comics geht. Vielleicht können wir da kurz einhaken, bevor wir in die Details gehen. Breedstorm, Patty, könnt ihr da, oder Andy, könnt ihr da noch was ergänzen zu Alan Moore, was ich jetzt nicht genannt hatte? Also ich würde sagen, Alan Moore ist nicht generell mit Comics durch. Alan Moore bewegt sich aber auf einem bestimmten Markt und es ist dann eben hauptsächlich der amerikanische Comicmarkt und da auch mehr der Mainstream-Comicmarkt und mit dem ist er durch. Also er hat sich halt sowohl von DC als auch von Marvel nicht gut behandelt gefühlt und er hat halt hauptsächlich mit DC gearbeitet und gerade die Rechtelage mit Watchmen ist so eine Sache, die ihm dann irgendwann sehr, sehr sauer aufgestoßen ist, sodass er dann eben seinen Namen quasi von allem zurückgezogen hat. Immer wenn eine Verfilmung rauskommt, wird sein Name nicht genannt. Das hat er so verfügt und deswegen, da hat er für sich keine guten Erfahrungen daraus gezogen und möchte in diesem Umfeld nicht mehr arbeiten. Hat dann halt die League of Extraordinary Gentlemen jetzt noch ewig lang gemacht. Aber ja, das Letzte, was ich jetzt auch so gehört habe, war, dass er sich mit Comics quasi nicht mehr wirklich beschäftigt. Also zumindest nicht als selbst schreibend und gerade mit den Superhelden-Sachen und Mainstream-Sachen sich auch überhaupt nicht beschäftigt. Er hat andere Wege gefunden, sich künstlerisch auszuleben, schreibt jetzt halt Bücher, Romane, Kurzgeschichten, was auch immer und macht noch irgendwie andere Sachen. Also ich finde die Diskussion um Alan Moore häufig ein bisschen überzogen. Das ist dann immer so, da werden dann immer so Schlagzeilen irgendwo, so klassische Clickbait-Sachen irgendwo rausgezogen und das war auch schon so, bevor es den Begriff Clickbait gab, glaube ich. Alan Moore sagt irgendwas, irgendwer tackert es dann irgendwo hin und die amerikanische Comicwelt regt sich drüber auf. Jason Aaron hat davor waren das 2012 auch irgendwie sowas, ne, ein bisschen früher noch 2010 oder so, 2011 mal einen längeren Blogpost geschrieben, der auch sowas hieß wie Fuck you Alan Moore oder so und wo er sich irgendwie über Alan Moore aufregt und hat, ich war dein größter Fan und jetzt bist du scheiße. Und wenn man sich dann mal meistens die Originalinterviews anhört oder anschaut und das Ganze ein bisschen in den Kontext setzt, dann ist das meistens überhaupt nicht irgendwie so wild. Der ist überhaupt nicht so der grumpy old Schlangenanbeter, zu dem ihm irgendwie alle machen. Das ist ein ganz witziger, umgänglicher Typ in Interviews immer, der halt trotzdem halt irgendwie eine Meinung hat. Aber wenn man die dann eben halt immer so rauszieht und gerade dann eben auch wirklich nur so dieser Wednesday Warrior DC Marvel Fan Meute vorwirft, dann wird halt Alan Moore da zerfleischt. Aber ich halte das meistens für furchtbar übertrieben. Und ja, das ist so mein Take. apropos englische Begriffe, meine 5 Cent dazu. Oder 2 oder wie viel auch immer, egal. Ich bin da wirklich sehr bei Andy. Das ist ähnlich wie dieses Peter Lustig-Zitat, wo es dann hieß, er würde keine Kinder mögen. Das wurde auch so komplett aus dem Kontext gerissen, dass der als Kinderhasser betitelt wurde, obwohl er nur gemeint hat, mit Kindern ist es schwierig zu arbeiten, weil die eben unterschiedliche Persönlichkeiten sind, die sowas noch nicht gewohnt sind. Und ähnlich ist es bei Alan Moore auch. Er hat eben eine eigene Meinung. Er ist ein verschrobener Kopf.
Aber genau deswegen mögen wir doch seine Comics auch, weil er deutlich tiefer in der Materie drin ist und deswegen so viel, so eine Detailverliebtheit reinlegt, dass wir da heute noch nach Jahrzehnten später was entdecken. Ich sag nur, ich habe Watchmen 3-4 Mal gelesen, ich entdecke da heute immer noch was. Ohne so einen schrägen Kopf wie Alan Moore gäbe es viele Ansätze in der Comicbranche vielleicht so nicht. Deswegen, ich bin ihm da auch dankbar für. Und er hat auch wirklich Spaß. Er hat auch in diesen Watchmen, in diesem Hörbuch, hat er viel eingelesen mit seiner krummligen Stimme. Die letzten Comic-Sachen, die er dann geschrieben hat, wie zum Beispiel Neonomicon, die sind wegen Steuerschulden dann entstanden. Übrigens kann ich nicht wirklich empfehlen, das ist Lovecraft im Schlimmsten. Also da siehst du dann auch die Vergewaltigungen, die bei Lovecraft immer nur angedeutet wurden, sehr detailliert. Also ich fand sein letztes Werk wirklich nicht gut. Also mir war das ein bisschen zu krank, wenn ich das schon sage, nö. Aber schon allein für das, was er für die Comicbranche getan hat, muss man diesen Mann ziemlich viel hoch anrechnen. Der ist jetzt nicht irgendwie auf eine unangenehme Art aufgefallen. Es wurde nur wirklich für Clickbait quasi rausgeholt, was er da gesagt hat, und komplett aus dem Kontext gerissen. Okay. Danke dafür die Ausführung nochmal zu Alan Moore. Ich denke, da kann man viel zu sagen. Und ich möchte jetzt was sagen zu diesem ersten Sammelband. Der enthält die ersten 4 US-Ausgaben von Miracle Man aus der 2014er Serie. Und das ist so eine Figur, wie gesagt, die man halt wirklich in 1:1 von den Kräften hier relativ akkurat mit Superman und Shazam vergleichen kann. Nur, dass die Figur hier eben noch ein bisschen mehr Tiefe erhält, als das damals in den 50ern, 60ern noch hatte. Denn der ursprünglich von Mike Angelo geschaffene Charakter, der war damals relativ plump. Das war halt so eine fliegende Figur mit Superkräften. Und dann gab es halt noch so, wenn man so will, Sidekicks. Das waren irgendwie ein Young Miracle Man, ein Kid Miracle Man und so. Später kommen noch die sogenannten Warpsmiths hinzu. Das ist eine sehr absurde und auch wirklich anstrengend geschriebene andere Rasse. Da haben wir auch einen Einblick hinten noch als im Rahmen von Bonusmaterial in dem Band. Das ist wirklich, also wunderschön, aber schwer zu lesen. Und diese Figur, die war halt mit so einer typischen 50er, 60er Jahre Origin ausgestattet. Es gibt halt irgend so eine Art Superwesen, ähnlich diesem Zauberer bei Captain Marvel, aka Shazam, der ihm Superkräfte verleiht. Und dann muss unser Miracle Man ein Wort sagen namens Kimota. Und wenn er das sagt, dann verwandelt er sich halt in diese Figur. Und das ist alles ein bisschen affig. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil das war halt in den 50ern, 60ern so. Das Ganze beginnt dann hier im ersten Band mit einem Prolog, das auch volles so einem Artwork daherkommt, das voll The Golden Age ist. Also volles Rohr, sehr flach koloriert, eine sehr reduzierte Farbpalette, eine sehr einfache Handlung. Also ihr könnt euch vorstellen, wie halt so damals die Geschichten waren. Kurze, nette Abenteuergeschichten. Und dann gibt es so diesen Moment, wo was Besonderes passiert. Am Ende, und das war wohl damals auch so am Ende, als diese Serie auslief, wo dann quasi diese drei Protagonisten sind, also Miracle Man, Young Miracle Man und Miracle Kid oder Young Kid Marvel Man. Ich sag immer, muss jetzt mal gucken, wie ich hier was nenne. Es gibt eine Atomexplosion, alle sind tot. Ende. Und jetzt sitzen wir hier plötzlich da und lernen einen jungen Mann kennen, eine Person namens, irgendwas mit M ist es, glaube ich, der nennt sich Michael Moran. Michael Moran, der ist freischaffender Fotograf beim Daily Bugle. Kennen wir irgendwoher. Auch wenn ich noch keine Parallelen zu Spider-Man entdeckt habe hier oder irgendwelche Anspielungen. Und der hat eine Frau und der lebt so in seinen Tag hinein. Und es kommt zu einem Vorfall, der letztlich dafür sorgt, dass er gewisse Flashbacks hat und sich an sein früheres Leben quasi erinnern kann. Und er sagt dann dieses ihn aus irgendwelchen Gründen mit 20 Jahre später wieder in den Kopf kommende Wort Kimota. Das wiederum sorgt dafür, dass er sich nach 20 Jahren erstmalig wieder in diesen Superhelden verwandelt und er sich viel mehr an die ganzen Details erinnern kann. Es kommt zu seinem ersten Superhelden-Einsatz und die Geschichte ist quasi rum. Er beichtet dann seiner Frau, was da jetzt seine Origin ist, die ihn ja auch noch nicht als Superhelden kannte. Und dann ist die erste Geschichte von den Vieren erzählt. Seine Frau hingegen,
Die findet das alles schon ganz schön schräg. Und ich glaube, da geht es dann spätestens los, dass das Ganze diesen Alan Moore-Einschlag bekommt und diese wirklich diese Veränderung auch inhaltlicher und intellektueller Natur, die wir in den 80ern natürlich in den US-Comics, insbesondere in den Superhelden-Comics hatten, dass sie ihm nämlich ganz offen und ehrlich sagt, hier Junge, jetzt hör doch mal, also jetzt hör dir doch mal selber zu. Weil wer bist du? Miracle Man? Du fliegst in Strumpfhosen durchs Weltall und du hast noch zwei andere junge Kinder, die auch mit dir in Strumpfhosen durchs Weltall fliegen. Irgendein Typ, irgendein Zauberer irgendwo aus dem Nirgendwo gibt dir, weil er Lust drauf hat, seine Kräfte und macht dich zu einem Superhelden. Du hast gegen Bösewichte gekämpft, die so spannende Namen haben wie Firebug und Young Nasty Man. Hast du dir eigentlich selber mal zugehört, wie affig das alles klingt? Und das ist natürlich eine nachträgliche Kommentierung darauf, wie die Geschichten von damals in das jetzt der 80er Jahre passen können. Und recht schnell wird unserem Miracle Man klar, okay, irgendwie hat sie ja nicht so ganz unrecht, das ist alles ein bisschen hohl und vielleicht ist es alles gar nicht so ganz so genau so, wie ich das in Erinnerung habe. Nun gut, neuer Tag, neues Glück, wir sehen eine Sexszene, sehr attraktiv gezeichnet und wirklich sehr ansehnlich. Und das Wiedererwachen von Miracle Man hat unter anderem einen der anderen ehemaligen Miracle Mans, nämlich Kid Miracle Man, auf den Plan gerufen. Kid Miracle Man ist nämlich auch nicht tot. Mit Kid Miracle Man hat es eine ganz besondere Wendung auf sich, die wir in der zweiten Heft auf die Augen bekommen. Das ist wirklich auch wieder sehr unterhaltsam und viel, viel Meta-Kommentierung drin. Es ist teilweise so ein bisschen so, das könnte hier auch eine Art Black Adam sein beispielsweise, was wir hier an Figur dann auch erleben. Es kommt zu einem großen epischen Kampf, es kommt zu einem Ergebnis dieses Kampfes, das sicherlich auch nur ein vorläufiges ist. Es gibt zum Beispiel eine Situation, dass dann ein Bösewicht ein Kind nimmt und durch Richtung Hochhaus schleudert. Einfach nur, weil er es kann. Und was da dann passiert, wenn Miracle Man dieses Kind schnappt, brechen natürlich Rippen. Das Kind überlebt, aber es brechen natürlich Rippen. Und er gibt dieses Kind dann verletzt, aber lebend der Mutter zurück. Und die Mutter ist natürlich mega angepisst und nennt ihn ein mieses Ungeheuer, obwohl er nicht derjenige war, der das Kind gerade geschleudert hat. Und so sind ganz viele kleine Dinge drin, die halt so ein bisschen einen gewissen Realismus in diese Geschichte mit reinbringen. Es sieht wunderschön aus. Das Ganze wird hier gezeichnet von unter anderem Joe Todleben, Rick Veitch und Stephen R. Bissette. Ich weiß nicht, wer von den dreien das jetzt hier gemacht hat. Und das ist wirklich schön. Also vielleicht lebt es auch ein bisschen durch die Colo. Das kann schon sein, dass die Colo, die glaube ich eine neue ist, denn es kam in den 80ern ja, soweit ich weiß, in Schwarz-Weiß in diesem Anthologie-Magazin heraus. Aber es sieht schon sehr ansprechend aus, ist ein tolles teilweise Panel-Design, sehr im Detail, wenn unser Miracle Man auch mal so ein verbranntes halbes Gesicht hat und so ein bisschen Richtung Two-Face auch geht zeitweise. Das sieht schon ganz toll aus, sehr emotional. Und dann so viel vielleicht nochmal Story-wise, um mal hier in den englischen Fachbegriffen zu bleiben, das sogenannte Zarathustra-Projekt wird hier noch eingeführt und dieses Projekt, ohne zu sehr zu erklären, worum es letztlich geht, ist, wenn man so will, die neue, aktualisierte, sehr viel glaubwürdigere Origin des Miracle Man. Wie es dazu kam, dass er seine Kräfte bekam und ich sag's mal, das ist alles, er sorgt dafür, dass er halt traumatisiert ist, unser Miracle Man. Ich habe den ersten von vier Bänden jetzt gelesen, ich werde auf jeden Fall weiterlesen, ich freue mich drauf, das muss man auf jeden Fall mit einer gewissen Konzentration lesen, geht aber noch. Ist so ein Level, das ich immer gerade so noch unterhaltsam fand. Es ist viel Kommentierung, wo wir Szenen, die wir schon mal gesehen haben, nachträglich nochmal aus anderer Perspektive erzählt bekommen und plötzlich ergibt das alles einen großen Sinn. Das ist wirklich unterhaltsam, es ist, ich will immer nicht sagen erwachsen, weil ist düster, dark and gritty, ist das erwachsen und wenn es das mit Zweifel ist, dann ist es halt eben so. Ich habe das gern gelesen, wir haben eine Menge tolle Charaktere und das ist wirklich, glaube ich, vor allem für die Personen geeignet, die so diesen... Was sind eigentlich Superhelden-Comics? Was für Origins erzählen die und wie naiv sind die vielleicht auch teilweise erzählt? Wer sich damit irgendwie auf einer gewissen Meta-Ebene und eben eine Kommentierung darauf lesen möchte, dem würde ich uneingeschränkt diese Bände hier empfehlen. Ich habe den jetzt hier in einem Überformat und einem Hardcover in der Hand gerade. Schön aufgemacht mit jeder Menge richtig toller Bonusseiten. Am Ende, da haben wir dann noch so ein paar Seiten von dieser, ich hatte sie ganz schon zu Beginn genannt, diese andere Gruppe, die Warp, wie heißen sie? Warp Smiths. Und das ist mega absurder Quatsch, der da am Ende des ersten Hefts nochmal erzählt wird. Das sieht so ein bisschen aus, als hätten wir Superhelden inspiriert von David Bowie, treffen auf irgendwelche
weißhäutigen Sci-Fi-Dinge in einer zwar grammatikalisch korrekten Sprache, aber mit ganz absurden, teilweise nur schwer nachvollziehbaren Worten in einer Handlung, die ich nicht einfach so wiedergeben könnte. Also es ist wirklich sehr wirr und die ganze Story entfaltet sich vor allem für mich und macht es überhaupt in Ansätzen verständlich durchs Artwork. Aber ich glaube, das braucht man halt, um zu wissen, wie es mit Miracle Man weitergehen wird. Denn es gab wohl noch einen Ansatz Alan Moores, wie er, wenn er heute oder später noch weiter diese Figur weiter fortgeführt hätte, wo er nochmal eine ganz neue Perspektive auf die Figur bringt. Die wird ja am Ende des ersten Bandes im Rahmen von Zusatzmaterial angedeutet. Dafür wären diese Warpsmiths, glaube ich, interessant. Ich bin gespannt, was mich in Band 2 und 3 erwartet, die hier wirklich super hochwertig sind. Ich glaube, zumindest die Softcover dürfte man noch relativ gut bekommen. Bei Panini ist das Ganze erschienen für vertretbares Geld. Das Softcover sind, glaube ich, 17 Euro. Und je nachdem, welches Hardcover ihr euch kauft, seid ihr da irgendwas zwischen 30, 40 Euro. Genau. Breedzom, du hast damals das gelesen, ohne mich jetzt zu krass zu spoilern. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, wieso deine Eindrücke zur Miracle Man-Serie gewesen sind damals. Ja, ich mochte den auf jeden Fall sehr gerne. Es ist nicht die Offenbarung gewesen, die ich bei Watchmen erlebt habe, aber es geht natürlich Richtung Superheldenkritik und so weiter, geht es natürlich stark in so eine Richtung. Ob ich das heute noch genauso flashen würde, dass sehr, sehr viele Comics gibt, die mittlerweile kritisch umgehen mit dem Thema Superhelden, sei mal dahingestellt. Aber auch im Vergleich zu der allgemeinen Diskussion mit Alan Moore, die wir vorhin hatten, muss man sagen, wenn Alan Moore nebenbei auf dem Klo, während er da was macht, einfach was aufschreibt, dann ist es in vielen Fällen besser, als wenn das andere Autoren tun. Und so ist es auch bei diesem Band. Ich hatte da richtig Bock drauf, richtig viel Spaß damit und bin froh, dass ich mir die Bände damals geholt habe. Das stimmt natürlich, ne? Also ein Stück weit ist dann so diese Bloßstellung dieser klassischen Superhelden-Origin, die ist jetzt für gewohnte Lesende nichts Besonderes mehr. Dieser realistische Take. Also ein Ansatz ist ja zum Beispiel hier, er ist, wenn er sich verwandelt, ist er Miracle Man. Er ist nicht mehr dieser, wie heißt er, Morgan, Miles, keine Ahnung. Und er ist vermutlich, wenn er nicht Superheld ist, ist unser Michael Moran zeugungsunfähig. Jetzt hat er beim ersten Aufeinandertreffen mit seiner Frau halt diese Sexszene und dabei ist er Miracle Man und die ist plötzlich schwanger. So, und jetzt ist er letztlich, also er hat da ein Problem mit. Natürlich hat er ein Problem damit, weil das ist nicht so wirklich sein Kind. Und das sind so Sachen, das ist ein sehr erwachsener Ansatz, hier mit sowas umzugehen. Wir hatten vergleichbare Sachen. Du hattest jetzt Watchmen natürlich schon erwähnt. Wir haben aber auch beispielsweise, wenn wir uns diese ganze Jupiter's Legacy-Geschichte-Dinge angucken, hier von, oh Gott, spring die mal alle durcheinander. Welcher Miller Mark war Miller. Da? Patrick? Mark Miller. Mark danke. Miller, sorry. Das ist ja auch letztlich, das ist schon, da gibt es schon Parallelen auf jeden Fall. Und bei Shazam zum Beispiel, Captain Marvel, da haben wir diese Parallelen nie wirklich. Da wird diese Original-Origin mit diesem Stein der Unendlichkeit oder Weisen oder Fels der Unendlichkeit, den es gibt und diesen ganzen Parallelwelten, das wird aktuell bei DC ja noch mehr ausgebaut. Dieser fantastische, eher naive Ansatz, der wird noch verkompliziert und detailverliebter ausgeschmückt, gerade bei DC. Da kann ich mir niemals vorstellen, dass es in irgendeiner Form einen erwachseneren, kritischeren, wenn man so will, reiferen Ansatz geben könnte, sich damit zu beschäftigen. Im Gegensatz hier eben zu beispielhaft Miracle Man und anderen Serien, die es in der Richtung gibt. Ja, Patrick, Andi, habt ihr das gelesen? Sagt euch Miracle Man was? Also ich habe es nicht gelesen, als ich mich vor allem so in den 90ern, ab den 90ern so viel mit Neil Gaiman und Alan Moore beschäftigt habe, kam natürlich auch Miracle Man, Marvel Man da immer mit vor in der Recherche, was zu der Zeit aber nicht zu kriegen war wirklich. Also es gab dann ja eben wirklich diese Schwierigkeiten auch, wo liegen da jetzt die Rechte, wer hat die Rechte, kann man das Zeug jetzt wieder drucken oder nicht? Und das war damals also nicht leicht, an das Zeug ranzukommen, als ich es gerne gelesen hätte. Und es hat sich über Jahre gezogen und ich weiß, dass dann Todd McFarlane hat dann ja irgendwann noch die Finger mit im Spiel gehabt und der hat dann irgendwann mal was gemacht irgendwie und dann kam es wieder zu Marvel. Und ich habe dann noch so ein bisschen das aus den Augen verloren, beziehungsweise habe es nicht so ganz eng verfolgt. Ich habe es also so ein bisschen peripher mitbekommen, dass die Sachen irgendwie auch wieder aufgelegt werden. Und ich habe jetzt neulich irgendwas mitbekommen, dass anscheinend, ich glaube, auch Neil Gaiman irgendwie ja ein neues Heft macht, also dass das Abschlussheft, das nie erschienen ist oder so, von genau, seinen richtig, ja, Geschichten irgendwie da jetzt da dann auch tatsächlich noch macht. Also
Aber es ist was, was ich auf jeden Fall, also vor allem damals eben auch super interessant fand. Also auch diese ganze Geschichte um den Comic, so die Entstehungsgeschichte und diese rechtlichen Schwierigkeiten und sowas, das hat es auf jeden Fall natürlich schon sehr, sehr interessant gemacht. Und dann eben auch ja diese Metaebene. Also was ich dann gelesen habe, war so zumindest Teile von Alan Moores Supreme-Geschichten, als der von Rob Liefeld Supreme übernommen hat, was ja auch so ein Superman-Pastiche ist und wo auch, was wir jetzt ja schon bei Swamp Thing gehört haben, bei Miracle Man jetzt auch, Alan Moore kam und dann nach 40 Heften oder was das Ganze irgendwie ein bisschen neu gestartet hat, die Figur neu interpretiert hat und das bei Supreme eben auch, wo ich dass dieses Superman-Pastiche noch weiter auf die Spitze getrieben hat und da auch stilistisch mit verschiedenen Zeichnern gearbeitet hat. Also gab es so eine Präsenzzeitebene, die eben in einem aktuellen Stil war und dann aber eben auch so Rückblicke in so die Vergangenheit, was dann quasi so die Anfänge der Superhelden so in den 30er Jahren darstellen sollte und das dann eben auch zeichnerisch mit einem anderen Zeichner dann eben auch in so einem Stil dargestellt wurde. Und diese Ansätze, diese kommentierende Ebene auf das Genre fand ich auf jeden Fall immer sehr, sehr interessant. Das ist das, was ich jetzt bei Black Hammer zum Beispiel auch wirklich spannend fand, als ich angefangen habe, Black Hammer zu lesen, hat es mich total an Alan Moore's Supreme auch erinnert. Und ich habe aber das Gefühl, was Alan Moore schafft und was vielleicht auch so ein bisschen das Problem in der Diskussion um seine Person und seine Comics ist und was ihn vielleicht ein bisschen auch heraushebt von vielen anderen Autoren, dass er eben mit Konzepten und Ansätzen kommt, die nicht originär aus der Comic-Historie kommen und aus der Comic-Continuity, sondern dass er halt andere Sachen liest und sich andere Gedanken macht und das dann auf den Comic bringt und dann die Verlage DC etc. Das nehmen und dann aber halt so weiter spinnen, dass sie einfach sich trotzdem weiterhin nur auf die Comic-Continuity beziehen und quasi so diese Saat, die Alan Moore da gesät hat, einfach nur weiterspinnen und nicht irgendwie groß neue Ideen reinbringen. Und ich glaube, das ist auch das Problem, das Alan Moore mit dem amerikanischen Mainstream-Comic hat. Also es gab ja Interviews mit ihm, wo er auch gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass ihr euch immer noch auf Watchmen bezieht. Ihr müsst doch mal was Neues machen in der Zeit. Also ihr spinnt immer noch die gleichen Geschichten, die ich damals irgendwie angefangen habe. So hatte ich das damals nicht gedacht. Also warum ist denn bisher keiner gekommen, der ein neues Watchmen gemacht hat, das aber eben nicht Watchmen ist? Kurz gesagt, ich habe Miracle nicht gelesen, fand es aber immer spannend. Patrick, du. Ich bin auch jetzt neugierig, weil dieser Reboot genau in diese Richtung abzielt, die ich gern lese. Klar, das mit der Selbstironie, das ist jetzt echt nichts mehr Neues mehr. Wir sind in der Zeit, wo diverse Streaming-Anbieter Sachen rebooten und dann brauchst du natürlich diesen selbstreferenziellen, ironischen Humor. Also irgendwie ist das fast schon Klischee, dass jetzt Reboots selbstironisch sein müssen. Und trotzdem, ich vertraue der Alan Moore, er hat es schon mehrfach geschafft, den Comics neue Impulse zu verpassen und dem seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Also das ist so ein Ding, das leihe ich mir gerne aus. Das klingt super spaßig. Es gab auch von Animal Man so ein Reboot, der ging in eine ähnliche Richtung. Oder letztens von Tom King, Strange Adventures, wo es ja auch um einen gealterten Helden ging, bei dem nicht alles so ist, wie es schien, wo seine Vergangenheit zwar im Buchformat oder in der Popkultur wirklich sehr, sehr schön kitschig war und in Wirklichkeit war das ein sehr düsteres Drama, was sich da abgespielt hat, was sie dann einfach nur super nett verkauft haben. Und gerade diesen inneren Konflikt von Miracle Man, das klingt wirklich spaßig. Also den schaffe ich mir auch unbedingt auf die Leseliste. Und bin da mal gespannt. Breedstorm, vielleicht kannst du mir noch, allein weil es mich interessiert, nochmal was sagen, ob diese Warpsmiths in irgendeiner Form nochmal eine größere, wichtigere Rolle spielen und ob diese absurd Poesiekram, ob das nochmal vorkommt. Also daran habe ich tatsächlich überhaupt keine Erinnerung mehr. Das ist schon ein bisschen mehr. Das hätte ich auffrischen müssen. Auf jeden Fall finde ich eine gute Sache, dass es wieder zu haben ist, dass man es wieder wirklich auch lesen kann und man nicht einfach nur drüber lesen kann und sich auf irgendwelche Artikel schützen muss, sondern wirklich selber die Leseerfahrung machen kann.
Dann kommen wir jetzt wieder weg vom Genre und wieder mehr hin zu autobiografisch inspirierten Slice-of-Life-Geschichten, die aktuell nix für einen Breedstorm sind, aber mir gut gefallen haben. Küsse für Jet. Im Untertitel eine Coming-of-Gender-Geschichte, was ich einen sehr cleveren Untertitel finde. Auch wieder erschienen beim Jaja Verlag, kam schon 2020 raus und ist von Joris Baas-Bakker geschrieben und gestaltet. Joris Baas-Bakker ist in den Niederlanden geboren, lebt in Berlin, ist Jahrgang 81, auch hier wieder zur Einordnung eben der Geschichte, der Inspiration und auch so der autobiografischen Inspiration. Die Geschichte spielt in den 90er Jahren, beginnt mit dem Tod von Kurt Cobain 1994 und endet dann zum Jahrtausendwechsel. Also der ominöse Y2K-Bug spielt dann irgendwie, oder wird zumindest noch mit erwähnt, spielt eine gewisse Rolle gegen Ende jetzt. Es ist macht diverse Zeitsprünge, also manchmal werden ein paar Jahre übersprungen von einem zum nächsten. Also wie gesagt, es zieht sich wirklich so durch die zweite Hälfte der 90er Jahre durch. Es geht um die Hauptfigur Jet, beginnt eben, wie gesagt, mit dem Tod von Kurt Cobain. Jet ist auch großer Kurt Cobain-Fan, sieht ein bisschen auch so aus, so die langen blonden Haare und hat so diesen Grunge-Stil auch. Und Geschichte beginnt so mit zwei Figuren. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen, müssen wir erstmal ein bisschen theoretisch werden. Also Jet, also wir wissen ja schon, Coming-of-Gender-Geschichte, es geht um eine Trans-Geschichte, die Figur Jet, die am Anfang als Mädchen gelesen wird und aber sich dann im Laufe der Geschichte eben mit der eigenen Identität auseinandersetzt. Unsicherheiten, Erkenntnisse, all sowas werden dort verhandelt und es geht halt um eine Transitionsgeschichte, dass Jet dann zur eigenen Gender-Identität als männliche Figur, ich sage jetzt Figur, weil es ein Comic ist, also männliche Person finden kann. Auf der Jaja Verlags Webseite werden da auch weibliche Pronomen verwendet für die Beschreibung der Geschichte. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, aber ich versuche da jetzt halt halbwegs durchzukommen, ohne dass wir große Kritik uns einfangen müssen dafür. Also Jet, wie gesagt, am Anfang als Mädchen gelesen, hat eine Schulfreundin, die freunden sich an, auch so über ihre Leidenschaft für Musik, für Grunge, für Nirvana und andere Bands auch in der Zeit. Das ist natürlich eine Zeit, in der ich und Breedstorm auch aufgewachsen sind, auch wenn wir ein bisschen älter sind, als die Figuren jetzt in der Geschichte sind, um ein paar Jahre zumindest. Und dann geht es um so Schulgeschichten, wie es ist, als Teenager in der Zeit aufzuwachsen, wie Teenager miteinander umgehen. Jet kommt dann in ein Internat, weil die Eltern geschäftlich irgendwie wegziehen und kommt da in ein neues Umfeld mit neuen Leuten, die eben auch andere Hintergründe haben. Die Beziehung zu der Schulfreundin aus der vorherigen Schule entwickelt sich anders, weil die Menschen gerade in dem Alter natürlich sich teilweise auch in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln, unterschiedliche Moden und Überzeugungen und all sowas dann. Und wenn man sich nicht mehr täglich in der Schule sieht und dann immer nur noch ab und zu mal, weil eben die eine Person jetzt im Internat ist, die andere eben einen anderen Schulweg einschlägt, dann so feststellt, jetzt haben wir uns eine Weile nicht gesehen, jetzt treffen wir uns wieder und wir stellen fest, haben wir eigentlich noch das gemeinsam, was wir am Anfang mal gemeinsam hatten? Und all das natürlich eben, wie gesagt, auch geprägt durch diese Transgender Identifikations- oder Identitätsfindung der Figur Jet. Also was spielt dann da natürlich eine Rolle? Und dann, das Experimentieren mit Jungs, betrunkene Partys, mit Jungs rumknutschen und was macht das dann so mit der Identität von Jet? Wie fühlt sich Jet dabei? Und wie gehen dann auch diese Jungs mit der Situation um? Kennt man natürlich auch aus vielen Teenager-Geschichten so, dass dann der Junge dann irgendwelche Geschichten erzählt, das Ganze sei so und so gewesen oder sei eben nicht so und so gewesen und das Getuschele zwischen den verschiedenen SchülerInnen in dem Internat, Schlägereien, Animositäten, Freundschaften, all das wird da halt so durchgespielt. Wie gesagt, teilweise eben auch so ein bisschen so mit Zeitsprüngen, teilweise werden dann Elemente auch mehr so
angerissen. Also es nimmt wirklich so ein bisschen die Perspektive der Hauptfigur ein. Und dann werden dann über so Nebenfiguren, erfährt man dann manchmal so ein bisschen was. Aber dann sind die Figuren eben auch weg, weil sie eben wegziehen oder sonst irgendwas passiert. Und dann bleibt das auch so angerissen. Und dann wird das eben nicht weitergeführt, weil das eben, weil diese Beziehung zwischen diesen Figuren in dem Moment auch einfach nicht mehr da ist. So wie es im wahren Leben einfach auch häufig ist. Jemand verschwindet und dann bleibt das Ganze halt auch so ein bisschen nicht weitererzählt. Aber das ist eben auch das, worum es geht, beziehungsweise das, worum es nicht geht. Es geht nicht darum, wie es mit den Nebenfiguren weitergeht, sondern es geht eben um Jet. Und ja, es ist in einem auch sehr angenehmen Schwarz-Weiß-Zeichenstil. Schwarz-Weiß plus eine weitere Farbe. Also das Ganze ist so hinterlegt mit, ich kann Farben nicht so gut benennen, so einem blassen Blau. ich glaube, Petrol wäre dunkler. Also Petrol ist es, glaube ich, nicht. Aber mit so einem blassen Blau hinterlegt und so monochrom koloriert quasi. Und in der Bücherei steht es in der Jugendbibliothek. Ich finde, da passt es auch gut hin. Also die Zielgruppe oder sagen wir mal so, das Lesealter, wo man also anfangen kann, das zu lesen, bietet sich, glaube ich, wirklich so für junge Teenager oder auch natürlich auch ältere Teenager, aber so sehr, sehr an. Aber auch mir als erwachsener Mann hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das auch wirklich interessant erzählt, auch mit diesen Sprüngen und diesen angerissenen Themen, die dann eben auch so ein bisschen sich wieder verlieren. Also es hat durchaus so einen schon gewissen reifen Erzählstil. Also es ist nicht so plump erzählt. Zu dem Thema plump erzählen kommen wir vielleicht später noch. Und hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen eine Welle gemacht, wurde gut besprochen. Gerade dieses Trans-Thema ist natürlich auch, wenn es da gute Werke gibt, dann wird das auch gerne aufgenommen. Und Joris Bas-Backe hat hier auf jeden Fall ein gutes Werk damit geschaffen. Also ich möchte das auf jeden Fall da auch empfehlen und finde das auch einen guten Einstieg vielleicht sogar auch in das Thema Trans-Jugend oder Trans-Gender. Generell und auch hier nochmal ein bisschen die Randdaten, 188 Seiten in Farbe, wie gesagt, monochrom, 20 Euro beim Jaja Verlag, Küsse für Jet, also ich fand es gut eingefangen, so dass das Zeitkolorit der 90er Jahre, also das kenne ich so auch, habe jetzt keine Internatserfahrung, aber so generell so die Zeit der 90er Jahre, die Themen, die dort so mit angerissen werden oder die so ein bisschen auch zur Atmosphärebildung mit eingeflochten werden, konnte ich so auf jeden Fall nachvollziehen und die Charakterentwicklung der Figuren und auch die Zeichnungen haben mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Breedstorm, ich weiß, du hast vorhin schon gesagt, Slice of Life ist nicht deins und du wirst auch das nicht zwingend lesen wollen. Oder hat dich vielleicht dieses 90er-Jahre-Grunge-Thema doch ein bisschen angesprochen? Ja, es gefällt mir optisch ganz gut, das muss ich sagen. Ich mag ja auch, wenn es so autobiografisch ist, aber also ist ja nur so angehaucht davon, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau, ja. Es ist aus eigenen Erfahrungen inspiriert von Joris Bas-Backe, aber die Figur ist nicht Joris Bas-Backe, ja. Aber ich muss dich was fragen in Bezug auf den Autorenname, ob du mit dem Namen Joris Bas-Backe eine Assoziation hattest zu einer 80er-Jahre-Fernsehserie? Bas-Boris Bode? Ganz genau! Du bist so ein alter Typ, ey, exakt diese Idee, ja, hatte ich auch. Ist das ein Pseudonym, was sich darauf bezieht? Das ist eine der Jugend-Mystery-Serien, die mich auf jeden Fall schwer geprägt haben und vielleicht sogar auch ein bisschen verstört haben. Ich vermute, nachdem Joris Bas-Backe in den Niederlanden geboren ist, dass das einfach ein niederländischer Name ist. Ich glaube nicht, dass da eine Bas-Boris-Bode-Assoziation dahinter steckt. Kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht, wer weiß es. Für unsere Zuhörerschaft, das war eine Serie, die ist 1985 gelaufen, ne? Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ein Jahr älter als ich. Ja, jetzt, Patrick, du sagst es gerade, ein Jahr älter als du. Du bist jetzt nicht, du bist ja einige Jahre jünger, als es jetzt Breedstorm und ich sind. Das heißt, du bist jetzt nicht so direkt als Teenager in den 90er Jahren aufgewachsen. Aber nichtsdestotrotz, die Themen, die hier so mit drin sind, spricht dich das an? Also ich war früher schon Nirvana-Fan, also Grunge hat mich eine Zeit lang angesprochen. Vielleicht wäre das wieder so ein angenehmer Ausflug in meine Kindheit. Also ja, ich lese wirklich auch einiges an Zeug, das jetzt nicht unbedingt modern ist. Die neueren Sachen schrecken mich teilweise fast schon ab, weil jetzt
durch diese ganzen schön aufgemachten Ausgaben wir wirklich wieder so ein bisschen an das Retro-Zeug rangezüchtet werden. Also ich bin da nicht komplett abgeneigt. Ich meine, der Comic ist natürlich nicht retro, der Comic ist ja auch neu, aber er spielt halt einfach in einer Zeit. Und wir lesen ja auch alle oder wir erleben ja auch alle Geschichten, die in Zeiten spielen, die wir nicht selbst erlebt haben. Aber ich, wenn ich jetzt diesen Comic lese, habe natürlich gewisse persönliche Assoziationen, wie es ist, ein Teenager in den 90er Jahren gewesen zu sein, die dann eben Menschen, die jünger sind als ich oder deutlich jünger sind als ich, dann eben nicht so haben. Also das muss einen ja sicherlich nicht abschrecken, aber man hat vielleicht andere Bezugspunkte dazu. Andi, hast du den gelesen zufällig? Nee, ich habe den nicht gelesen, aber habe den seit längerem schon auf dem Schirm, was unter anderem auch daran liegt, dass unter anderem die Lara von Yeah Comics und von der Comic Invasion und von anderen tollen Projekten, die sie macht, den natürlich auch an diversen Stellen auch schon positiv besprochen und empfohlen hat. Mhm. Und hat den, glaube ich, auch beim Tagesspiegel mal besprochen, sehe ich hier gerade, genau, hat sie. Also ich würde den auf jeden Fall irgendwann lesen wollen. Ich denke, das spricht mich an, sowohl optisch als auch thematisch. Und finde es halt immer, also ich meine, ich habe in meinem Umfeld, genau genommen, soweit ich weiß zumindest, keine Transgender-Personen. Und insofern ist es für mich, glaube ich, immer eine gute Möglichkeit, das ein gewisses Feeling auch für solche Themen zu entwickeln. Insofern würde ich da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen oder würde es halt lesen. Ich finde auch diesen Coming-of-Gender-Ansatz, also diesen Untertitel finde ich auch ganz, ganz fluffig. Ja, ist was ganz Interessantes, dass also der Comic spielt halt auch in Holland in den 90er Jahren und es kommt dann auch gegen Ende der Geschichte auch zu Arztbesuchen und wie das dann eben vielleicht so läuft mit einer Transition und so. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, der sich aus dem Comic jetzt nicht so ganz ergibt und den ich interessant fände, so dieses, wie war das in den 90er Jahren in Holland im Vergleich zu Deutschland? Ich glaube, dass Holland da vielleicht schon fortschrittlicher war, als das Deutschland zu dem Zeitpunkt war. Aber da bin ich jetzt tatsächlich nicht informiert genug. Das muss man vielleicht so ein bisschen mitdenken beim Lesen des Comics, weil der, vielleicht habe ich es auch ein bisschen verpasst, aber mir kam jetzt nicht so zu 100% ganz explizit raus, diese Geschichte spielt in Holland. Zumindest nicht so, dass das am Anfang irgendwie stände oder so. Also man könnte vielleicht auch glauben, dass das in Deutschland spielt. Und dann wäre da vielleicht so ein Punkt, wo man sich wundert, in den 90er Jahren in Deutschland war das doch vielleicht nicht so. Also es ist irgendwo im Laufe der Geschichte wurde es bestimmt auch klar, dass das Holland ist. Aber gern egal. Möchte ich da nochmal eine Ergänzung machen, auch wenn man sich vielleicht nochmal ein bisschen mehr als die Leseprobe anschauen möchte. Der Joris, der war bei der Comic Stream Invasion, das ist also die Online-Ausgabe der Comic Invasion, mit dabei und hat eine Lesung gemacht. Wer also auf YouTube einfach Küsse für Jet eingibt oder den Namen halt vom Autoren, der findet da ein Video zur Comic Stream Invasion, geht ein bisschen über eine Stunde und das ist eine Mischung aus Interview und Vorlesung. Unter Umständen ist das ein guter Einstieg ins Thema und auch in dieses Buch. Sehr gut. Also ich glaube auch, dass das ein Werk ist, das, wo es sich anbietet, vielleicht auch nochmal wirklich so Gespräche mit Joris Basbacher, sich da was anzulesen oder was anzuhören, um dann noch eine gewisse Einordnung auch mit dazu zu bekommen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ein gutes Werk, das ich empfehlen würde. Schauen wir mal, ob wir auch empfehlen, was wir heute in der Cookies Code Authority besprechen. Cookies Code Authority. Also, wir haben wieder einen Comic gemeinsam vorbereitet, den wir vom Reprodukt Verlag als digitales Leseexemplar zur Verfügung gestellt bekommen haben. Vielen Dank dafür. Der Comic ist in Deutschland 2022 erschienen, ist von Nuria Tamarit, einer spanischen Künstlerin. Und der Comic heißt Vom Wacholderbaum und ist eine Adaption des Märchens aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. So, das heißt, wir können uns wieder über das Thema Adaption unterhalten, wie wir es neulich im Adventskalender schon gemacht haben. Aber bevor wir irgendwie über Adaption reden, reden wir erstmal über das Werk selbst. Und bevor der Andi platzt, lasse ich ihn einfach mal direkt starten. Sag mal, wie fandest du denn vom Wacholderbaum? Wie fand ich den Wacholderbaum? Dazu muss man natürlich, glaube ich, auch die Story mal kurz zusammenfassen, was jetzt so vorbereitet, wie ich so bin, überhaupt gar kein Problem ist. Also letztlich ist das so eine typische, es ist wirklich ein typisches Grimm-Märchen, würde ich sagen. Ich meine,
ich kenne jetzt nicht unbegrenzt viele Märchen. Ich werde so die Top 10 der Märchen, die werde ich wohl so zusammenkriegen in den groben Handlungszügen. Aber diesen Wacholderbaum-Ding, also sorry, das vom Wacholderbaum kannte ich nicht. Was aber trotzdem nichts daran ändert, dass da eine Handvoll Dinge drin waren, wo ich echt gedacht hätte, ey, das ist hier voll der geile Cocktail aus anderen Comics. Unter anderem ist da irgendwas vom Haut weiß wie Schnee und irgendwie irgendwas mit rotem Blut und irgendwie stirbt die Mutter. Und also irgendwie auch was unter einem Baum. Meine Tochter liest ständig, will von mir vorgelesen bekommen, so eine Mini-Carlsen 1-Euro-Heft-Version von Aschenbrödel. Und da ist ja auch so, dass das Kleid, das fällt ja von diesem Baum runter, der wiederum wächst auf dem Grab der Mutter und so. Und ist exakt dasselbe wie hier auch beim Wacholderbaum. Also gibt es verschiedene Parallelen in den Märchen der in Deutschland bekannten Märchen, die ich ja auch eher so als düsteren Shit inzwischen wahrnehme. Die sind gerade in ihrer Langfassung im Regelfall ziemlich krass. Also guckt euch mal Schneewittchen in der Langfassung an und nicht in der Disney-Version. Das ist sehr nekrophil und so ein bisschen ist es hier in der Form auch nicht viel anders. Also, was passiert hier eigentlich? Wir haben hier eine junge Familie. Unsere junge Familie, die will ein Kind kriegen. Papa und Mama haben sich richtig lieb, aber es klappt irgendwie nicht so richtig. Irgendwann klappt es dann aber schon und die Mama ist schwanger. Sie isst aus irgendeinem Grund aber Dinge von einem Wacholderbaum. Das ist blöd, weil das ist giftig und dabei stirbt sie. Beziehungsweise sie wird sehr krank, kriegt dann das Kind, weil sie ist ja schwanger, vor Freude und stirbt aber dann kurz nach der Geburt. Papa und das Kind sind allein. Und alle voll traurig. Das passiert innerhalb von wenigen Seiten. Das gerade, was ich erzählt habe, ist auf 7 Seiten passiert. Dann ist der Moment, wo der Papa eine neue Dame kennenlernt, eine neue Frau. Diese Frau sieht irgendwie der ersten Frau irgendwie überraschend ähnlich. Bis auf eine andere Haarfarbe hat sich da scheinbar nicht viel getan. Er hat also einen sehr eindeutigen Frauengeschmack. Und mit der kriegt er ein weiteres Kind. Und wie das halt so ist, ist dann das erste Kind, das Stiefkind, nicht so das geliebteste Kind von der neuen Mama und es kommt zu einem Problem, weil sie im Auftrag des Teufels jetzt so eine Vision bringt, letztlich, machen wir es kurz, bringt dieses erste Kind um und das ist aber doof, weil alle haben das Kind nämlich gemocht, insbesondere die Stiefschwester, das zweite Kind ist ganz angetan davon und der Papa vermisst es auch so ein bisschen. Wobei der Papa ist auch eher so ein Vollhorst, weil der es auch nicht weiter hinterfragt. Also letztlich überlegt sich dann die tötende neue Stiefmama einen Grund, warum der Sohn tot ist. Und der wird einfach so geschluckt. Da gibt es noch ein paar Szenen, die damit einhergehen, dass, keine Ahnung, die Leiche des Kindes nochmal hingesetzt wird und der Kopf drauf, hauptsache es fällt keinem was auf. Und ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, was sonst noch mit der Leiche geschieht, aber es ist alles so ein bisschen so, Und dann gibt es eine, sagen wir so viel möchte ich schon mal sagen, es gibt eine Wiedergeburt dieses verstorbenen, so dieses getöteten ersten Kindes. Und naja, was so wiedergeborene Lebewesen oder Menschen halt gerne mal so machen. Sie suchen in irgendeiner Form Rache. Und dann dümpelt alles Weitere so vor sich hin. Auf wenigen Seiten ist extrem kurzweilig, aber auch wirklich also extrem vergessenswert, wie ich finde, um mal direkt zur eigentlichen Handlung zu kommen. Ich kenne das Märchen-Original nicht. Ich weiß nicht, ob sehr viel mehr Details im Original in der Langfassung drinstecken und ich weiß nicht, ob es sehr viel mehr Eigenständigkeit hat als diese Comic-Umsetzung, die ich hier jetzt gerade gelesen habe. Denn das ist vor allem eins nicht, düster. Das kommt sehr hell und ansprechend daher. Das ist hier von der Nuria, ne? Genau. Ja. Also die Nuria hier als One-Woman-Show hat das Ganze umgesetzt und das ist wirklich sehr hell. Und das ist ein bisschen überraschend hell, weil selbst wenn der Teufel auftritt, ist alles total bunt und hell. Und ich meine, da wird ein Kind umgebracht und das ist thematisch was, wo ich kann mir kaum Schlimmeres und Düsteres vorstellen. Das kommt dir überhaupt nicht zur Geltung. Generell der Tod und der Umgang mit dem Tod ist ja so eine Art Selbstverständlichkeit. Und wenn ich jetzt heutzutage ein Märchen von damals interpretiere und will es nicht komplett entschärfen, Lesealter ist ja übrigens ab 12, dann muss das sehr viel düsterer sein. Ich meine, da gibt es auch kannibalistische Dinge drin und so. Das geht alles absolut unter. Glaubwürdigkeit von Figuren kann ich teilweise überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann muss ich natürlich mir aber auch selbst eingestehen, dass es sich hierbei um ein Märchen handelt. Und vielleicht ist das dann auch alles so ein bisschen relativ zu sehen mit den von mir genannten Kritikpunkten. Aber ich war froh, dass das ganze Ding, das sind hier 64 Seiten in der PDF-Fassung, also gelesen sind das dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 60 Seiten oder so. Da ist man ratzfatz durch, ist auch gut so, weil ein zweites Mal werde ich es nicht lesen. Das so mein Rundumschlag zu Vom Wacholderbaum, erschienen für 18 Euro beim Reprodukt-Verlag. Ich reiche weiter. Ich finde sehr, sehr interessante Kritikpunkte. Du hattest ja vorher bei uns so in der Textgruppe das schon angedeutet, dass du nicht der größte Fan warst, beziehungsweise nicht das unterhaltendste Leseerlebnis hattest. Ich habe dann eben, nachdem ich den Comic gelesen habe, mir also zumindest eine Online-Version gesucht von dem Märchen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es da unterschiedliche Textversionen gibt oder ob das, was du ja auch so mit
Schneewittchen oder auch anderen, wissen Sie, vom Froschkönig oder so angesprochen hast, wo es so entschärfte Versionen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Wacholderbaum auch eine entschärfte Version gibt, aber die Version, die ich gelesen habe, ist ziemlich exakt das, was wir in dem Comic eben auch präsentiert bekommen. Es ist nicht so, dass mehr passiert in der Geschichte, nur manche Dinge passieren ein bisschen anders, als es in dem Comic der Fall ist. Was mir dabei aufgefallen ist, also ich habe jetzt schon lange kein Grimms Märchen mehr gelesen, also kein Originaltext zumindest, also wenn dann wirklich auch sowas wie Adaptionen. Beim Lesen des Originaltextes ist es mir aufgefallen, wie wenig Poesie in Grimms Märchen steckt. Das ist furchtbar langweilig zu lesen, weil es einfach eigentlich nur eine Reihung von Fakten irgendwie ist. Dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann machen sie das, dann ist die tot, dann ist der wieder da, dann ist das und dann ist aus. Und natürlich sind Grimms Märchen auch einfach eine Sammlung von Volksmärchen, Grimm die ja nicht geschrieben, sondern gesammelt und aufgeschrieben. Und da gibt es dann sicherlich auch solche Doppelungen, dass manche Elemente eben immer wieder verwendet werden in diesen mündlich weitergegebenen Märchen, dass dann eben, wie gesagt, manche Elemente in dem Märchen auftauchen und in einem Märchen aber auch. Und dass es da so Variationen gibt. Und dann das, was wir halt kennen, ist das, was Gebrüder Grimm dann aufgeschrieben haben und durch Text dann eben auch haltbar gemacht wurde, sodass wir es dann eben heute noch kennen. Und wahrscheinlich ist es wirklich interessanter in vielen Fällen, also wenn man auch irgendwie ein bisschen einen künstlerischen Ansatz, sei es erzählerisch oder auch gestalterisch mit reinbringen will, sich mit Adaptionen beschäftigen als mit den Originaltexten. Wie gesagt, zumindest beim Wacholderbaum war es so, dass es also nicht schön zu lesen war. Was die Adaption angeht, was die Umsetzung angeht, also mir hat das gut gefallen, also ich hatte nicht diese Diskrepanz zwischen Text und Bild, die Andi hatte. Ich verstehe auf jeden Fall die Kritik. Ich verstehe aber auch den Ansatz, wie es gemacht wurde, wenn ich davon ausgehe, dass es vielleicht wirklich für eine jüngere Leserschaft erstmal intendiert ist, aufgrund der Märchenhaftigkeit, dass dann zum schon gruseligen Handlungselementen, die da drin sind, nicht die bildliche Gestaltung auch noch super gruselig dazu ist, sondern dass die dann etwas heller und freundlicher gestaltet ist. Also an sich, ich mag den Stil total gerne. Die Dame hat ja auch schon diesen anderen Comic gemacht, Tubab, zwei Münzen, den ich glaube, der Andi hier auch schon mal vorgestellt hat. Den habe ich selber noch nicht gelesen, aber da mochte ich auf jeden Fall auch schon den Stil sehr, sehr gerne und das ist dann eben auch hier so wiederzufinden im Formwacholderbaum. Ich fand auch, dass es erzählerisch ganz gut teilweise so Comic-Elemente auch wirklich nutzt. Also es gibt dann so eine Seite, wo Zeit vergeht, wo dann so in drei untereinander gestapelten Panels, also es ist quasi das ganze Bild zeigt, diese erste Mutter vor dem Wacholderbaum und in diesen drei Panels, das heißt dann hier der Winter verging, dann kam der Frühling, dann kam der Sommer und dieser Baum dann eben entsprechend jeweils in den unterschiedlichen Panels so abschnittsweise auch entsprechend gestaltet ist, als winterlich, als frühlingshaft und dann eben auch als sommerhaft. Und auf der gleichen Seite auch die Mutter, die nimmt sich so Beeren von diesem Wacholderbaum und man sieht die Bewegung des Armes, also der rechte Arm ist quasi zweimal dargestellt. Einmal wie er am Baum sich eine Beere greift und dann wieder der Arm die Beere auch an den Mund führt. Also diese Bewegung dargestellt durch die Technik, dass der Arm quasi zweimal zu sehen ist und solche Spielereien fand ich auf jeden Fall ganz nett. Also klar, ist das ein Comic, den ich ein zweites Mal lesen werde? Naja, wie spannend ist es wirklich, so ein Märchen zweimal zu lesen, wenn man es einmal gelesen hat? Da sind wir dann vielleicht einfach mittlerweile auch auf einem anderen Leseniveau und auch einer anderen Erwartungshaltung, was Inhalte angeht. Ich kannte das Märchen vorher auch nicht. Ich fand es auf jeden Fall interessant, das jetzt gelesen zu haben, es jetzt so mit im Speicher zu haben. Die grausamen Momente fand ich auch wirklich interessant. Also gerade eben, was dann so passiert zwischen Mutter und Kind und dem anderen Kind im Laufe der Geschichte. Und wie gesagt, gestalterisch fand ich es gut. Also ich würde es durchaus empfehlen, aber sicherlich ist es jetzt nicht die erfüllende Lektüre, wenn man was anderes erwartet, als eben eine Märchenadaption, die auch kindgerecht oder zumindest jungmenschengerecht aufbereitet ist. Breedstone, du hast ja nun auch Kinder und vielleicht da entsprechend auch Berührungspunkte zu Märchen, die ich jetzt nicht so direkt habe mit einer entsprechenden, Altersgruppe. Wie ging es dir mit dem Comic?
Ja, mir hat es optisch und inhaltlich sehr gut gefallen, wobei man muss sagen, bei unserem PDF war das Cover nicht dabei. Deswegen wusste ich das am Anfang nicht, dass es Gebrüder Grimm ist und dachte, das ist aber ein ganz schöner Rip-Off von Gebrüder Grimm, was hier so alles drin vorkommt. Weil gerade jetzt dieses Motiv mit der bösen Schwiegermutter und viele andere Sachen, das mit dem Blut, das hat schon viele Kindheitsvibes so hochgezogen. So in den 70ern und ich glaube vielleicht in den 80ern auch noch, waren so Märchenkassetten so ein Ding. Und wenn man da groß geworden ist mit sowas wie Rockety-Go, Blut ist im Schuh, dann findet man sich da sehr schnell wieder. Ja. Und ich fand das unterhaltsam, aber beim zweiten Lesen, und das habe ich dann tatsächlich nochmal gemacht, wo ich dann gemerkt hatte, wo er hin wollte, da kommt es dann nicht mehr so überraschend, das ist natürlich klar. Aber ich finde es interessant, dass das heutzutage immer noch adaptiert wird und wenn da ein Markt dafür ist, warum nicht? Patrick, dann, was ist deine Meinung? Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich positioniere mich irgendwo dazwischen. Vielleicht spielt das echt so ein bisschen damit, dass wir jetzt mittlerweile einiges an düsteren Märchen gewohnt sind. Und du hörst Brüder Grimm, du hast jetzt Schneewittchen in der düstersten Version gesehen und sonstige Sachen. Und dann liest du diesen Comic, der erstaunlich leichtfüßig daherkommt. Also leichtfüßiger war ein Familiendrama um Mord und böse Stiefmütter. Seltener inszeniert. Ich meine, die Hauptdarstellerin sagt, oh, ich könnte sterben vor Freude und auf einmal erscheint er direkt der Tod in so einem Abendgewand. Sieht aus wie eine Figur aus so einem franco-belgischen Comic oder aus Grim Fandango. Und das passiert da echt mit so einer Leichtfüßigkeit, dass einem die Schwere von diesem ganzen Familiendrama vielleicht nicht immer bewusst wird oder runtergespielt wird. Also trotz der ganzen kranken Themen ist das irgendwo noch fast schon auf kinderfreundlich getrimmt. Und vielleicht ist das wirklich so dieser Kontrast, dass wir sagen, irgendwie fühlt sich das falsch an, dass das nicht so düster ist, dass da irgendwie die Härte fehlt. Trotzdem hatte ich da mal einen Spaß dran. Aber ja, mir hat auch so ein bisschen das Düstere gefehlt. Ja, komplett nachvollziehbar, wie gesagt. Also ich denke, das ist wirklich so diese einfach auch so die Sicht, die man auf das hat, wenn man eh generell auch schon häufiger düstere Geschichten liest, sei es jetzt Märchen oder nicht Märchen, und auch schon ein gewisses Alter hat, dass man dann auch visuell, also um es jetzt wirklich zu einem Comic zu machen, den wir uns jetzt auch ins Regal stellen würden, den wir wieder lesen würden, dann müsste da wahrscheinlich auch eine erwachsenere Gestaltung mit dabei sein, aber ich finde das eigentlich wirklich ganz spannend, dass es für jüngere Leserschaft so gemacht ist, dass der Text quasi nicht entschärft ist, sondern wirklich die grausamen Elemente, die im Originaltext drin sind, auch im Comic erzählt werden. Das dann nicht aus, ich schmeiße den Frosch gegen die Wand, wird, dass ich den Frosch küsse. Also jetzt natürlich nicht in der Geschichte, sondern im Froschkönig. Aber das eben auf visuelle Ebene, dass dann nicht diese Grausamkeit mitmacht, sondern eben auf einer Ebene gestaltet ist, auf einer visuellen oder in einem visuellen Stil gestaltet ist, der auch, den man dann eben in der Bücherei auch in die Kinderabteilung stellen kann. Okay, ich möchte noch kurz mit ergänzen, also die Übersetzung ist von Lea Hübner, das Lettering ist von Anna Weismann mit einem Font, den Nuria Tamarit selbst gestaltet hat. Wie gesagt, Reprodukt 2022. Möchte noch irgendwer irgendwas sagen, bevor wir hier die Verabschiedung machen? Na klar, denn das hier ist ja die Weihnachtsfolge und aus dem Grund, und wahrscheinlich erscheint es kurz nach Weihnachten, was daran liegt, dass die letzte Ausgabe, die wir aufgezeichnet haben, aber zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht mal veröffentlicht ist, einfach weil ich es nicht gebacken kriege gerade, alles später kommt, wünschen wir euch zumindest dann vermutlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen, dass ihr schöne Weihnachten hattet. Das wollte ich einfach nochmal so droppen, in Zeiten wie diesen. Und danke auch an die Beteiligung von den Zuhörern, um das nochmal zu betonen. Wunderbar, ja. Vielen Dank hier natürlich auch in die Runde, dass wir es wieder geschafft haben, uns hier zu viert zu treffen. Es ist immer eine große Freude. Wir haben wieder ein Jahr hinter uns gebracht mit Comicbesprechungen, aber wir hören natürlich nicht auf. Wir
hören uns dann voraussichtlich direkt im Januar wieder. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Das waren die Comic Cookies 126. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao. Tschüss. Bye, bye.